Ich bin Beata Bundi und ich freue mich über das große Interesse am heutigen Referat. Es haben sich über 300 Personen angemeldet. ADHS ist kein unbekannter Begriff. Kaum bekannt sind jedoch die verschiedenen Erscheinungsformen und mögliche Begleit- und Folgeprobleme. Mein Anliegen ist dabei die sogenannte Hypoform, die wenig erkannt und darum auch kaum diagnostiziert wird. Durch meine Tätigkeit als Verantwortliche für Integrationen von Kindern mit besonderen Bedürfnissen bin ich oft in Schulen unterwegs. Immer wieder begegne ich Kindern oder Erwachsenen mit Erscheinungsformen, die auf den ersten Blick unauffällig sind, aber auf den zweiten Fragen auslösen. Nach ersten Vermutungen und weiteren Recherchen kam ich auf eine besorgniserregende Erkenntnis. Betroffene, die nicht erfasst werden, leiden mehrfach, da sie die Erwartungen von sich und von der Umwelt nicht erfüllen können. Sie wollen, können aber nicht. Menschen mit ADHS brauchen dringend Ansprechpersonen und Unterstützung. Diese gibt es. Es gibt verschiedene Organisationen und Fachleute, die engagiert sind und hervorragende Arbeit leisten. Irgendwann aber realisierte ich, dass dies nicht reicht. Es braucht mehr. Es braucht Aufklärung, bevor diese Menschen scheitern. Ja, und dann war es mir plötzlich klar, ich wollte versuchen, auf diese unbekannte Form aufmerksam zu machen. Ich suchte dann Leute, die mein Anliegen mittragen wollten. An einem ersten Treffen im Januar oder im Jahr 2019 besprachen wir Möglichkeiten für eine Aufklärung. Da auch Fachpersonen und Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik das Anliegen verstanden und mich ermunterten, etwas zu tun, organisierte ich im Januar 2020 eine erste offizielle Sitzung. Dort nahmen Dienststellen, Fachpersonen und Betroffene teil. Daraus entstand dann die Idee eines Referats, des heutigen Referats, vielleicht auch als Start für eine Kampagne. Wegen Covid-19 wird die auf heute in der Hamilton Bonaduz geplante Veranstaltung nur online durchgeführt. Ich freue mich sehr, als Referentin Frau Dr. Astrid Neu zu begrüßen. Während dem Referat können die Fragen im Chat gestellt werden. Diese Fragen sehen nur wir. Sie werden nach dem Referat beantwortet. Frau Maria Simmen von der Fachhochschule Graubünden wird diese stellen. Gegen Schluss werden weitere Informationen eingeblendet und die letzten Informationen kommen dann auch noch. Gut, ich begrüße Sie ganz herzlich, Frau Neu. Vielen Dank, dass Sie den Ja. Weg nicht in die Schweiz gefunden haben, aber online zu uns in die Räume kommen. Darf ich Sie bitten, sich gerade selber vorzustellen und auch etwas zu Ihrem Hintergrund zu sagen? Vielen Dank. Ja, gerne. Ich hoffe, es hören mich alle. Stopp. Ich bin jetzt ein bisschen. Hören Sie mich alle? Ich sehe jetzt nämlich gar nichts. Ist alles gut? Okay, gut. Also, mein Name ist Astrid Neu. Ich bin Fachärztin für Psychosomatik und Psychotherapie. Das ist etwas ganz Ähnliches wie Psychiatrie, Fachärztin für Psychiatrie. Ich glaube, meinen Facharzt gibt es in der Schweiz nicht. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem Thema ADS. Das hat damit zu tun, dass ich selber Kinder habe, die ADS hatten. In ihrer Kindheit haben sie auch immer noch also ich habe 5 Kinder und 3 davon haben ADS. Und es war für mich immer sehr beeindruckend zu sehen,
wie unterschiedlich die ADS-Kinder sind. Weil man denkt so, man bringt die Kinder auf die Welt und sie haben die gleichen Bedingungen. Aber nein, es ist immer ganz anders gewesen mit den drei ADS-betroffenen Kindern. Und ich habe das gemacht, was ich ganz oft meinen Patienten sage, annehmen und einen guten Weg damit finden. Das heißt, ich habe gesagt, okay, meine Kinder haben ADS, ich knie mich da rein. Und dann ist mir sehr früh, ich mache seit über 20 Jahren ADS bei Erwachsenen auch schon, sehr früh aufgefallen. Das war in Amerika auch schon früher bekannt, dass eben auch das ADS bei Erwachsenen eine große Rolle spielt. Das bilden wir im Moment auch in Deutschland kaum ab. Also in der Kindheit haben wir das, für die Kinder haben wir das eigentlich ganz gut. Ich denke auch in der Schweiz erfasst. Allerdings nicht bei dem unaufmerksamen Typ, aber im Erwachsenenalter ist es in Deutschland ganz schwierig, überhaupt jemanden zu finden, der eine Diagnostik macht. Es ist auch ganz schwierig, eine Therapie zu bekommen. Wir haben in Deutschland nur jeden 10. ADS-Betroffenen behandelt und diagnostiziert. 9 haben das ADS unerkannt und werden halt oft falsch oder gar nicht behandelt. Und das ist sehr dramatisch und auch sehr schade, weil ADS sehr gut zu behandeln ist und man auch sehr gute Unterstützung geben kann. Und das möchte ich eigentlich, das ist immer so eine Mission von mir, das ADS auch in die Köpfe meiner Fachkollegen und auch der Menschen zu bringen, die damit zu tun haben, weil das einfach, ich sage immer, ADS ist das dankbarste Krankheitsbild in der Psychotherapie, in Psychiatrie, weil man einfach so schnell so viel machen kann, wenn man es richtig diagnostiziert und behandelt. Ich habe jetzt das Problem ein technisches. Wie wird das denn eingespielt? Darf ich das gerade mal fragen an die Kollegen aus der Technik? Okay, ich kann das dann machen, gell? Wer klickt es weiter? Ich habe da jetzt gar keine Rückmeldung. Sorry. Wer klickt das, wer klickt das? Okay, wenn ich so mache, klicken Sie einfach weiter, okay? Dann sehe ich das. Ja, okay. Also, das andere ADS. Vielen Dank nochmal, Frau Bundi, dass Sie sich dem so angenommen haben. Ich bin sehr beeindruckt, in welch kurzer Zeit das hier auf die Beine gestellt wurde, wie viel Unterstützung es hierfür gab und dass das in der Schweiz auf so kurzen Wegen geht. In Deutschland wäre das einfach alles immer viel komplizierter. Ich möchte noch dazu erwähnen, ich bin auch im Vorstand von ADHS Deutschland. Das ist der Bundesverband der Selbsthilfegruppen für ADHS. Hier bin ich zuständig für die ganze Gruppe der Erwachsenen. Das mache ich seit über 10 Jahren. Ich bin immer ein ganz großer Befürworter von Selbsthilfegruppen und möchte das auch ganz besonders hier in der Schweiz unterstützen. So, dann fangen wir mal an. ADS. Das ist immer so, das habe ich mit ADS Deutschland zusammen gemacht, das bunte Zebra. Ich sage immer erstmal, ADS ist eine besondere Art zu sein. Das ist mir wichtig, dass das eben erstmal gar nicht eine Erkrankung ist, sondern eine Sonderedition. Das ist einfach besonders, ist erstmal eine Normvariante. Und ADS wird eigentlich auch erst behandlungsbedürftig, wenn es zu ernsteren Symptomen kommt. Also es ist erstmal bunter. Bunter, schillernder, vor allen Dingen natürlich die Hyperaktiven sind bunter und schillernder. Die unaufmerksam sind vielleicht weniger farbig, weniger ins Auge stechend. Aber dieses Anderssein ist mir wichtig, dass man das auch nicht erstmal nur als eine Erkrankung sieht, sondern als eine Besonderheit mit einem anderen Stärke- und Schwächeprofil. ADHS, und das ist mir immer wichtig, es ist wirklich ein ganz anderes Denken, Handeln, Speichern. ADSler reagieren anders, sie nehmen anders wahr. Sie denken, fühlen anders, sie haben auch oft ein ganz anderes Zeiterleben. Ja? Also Zeit kann viel schwieriger abgegriffen werden. Zeit ist einfach schwerer zu fassen, schwerer einzuschätzen, auch schneller vergessen. Ja, sie haben oft ein anderes Tempo, eine andere Verarbeitung, irgendwie anders, anders erinnern, anders handeln. Ja? Und dieses Anderssein, das möchte ich Ihnen gerne näher bringen. Es ist eine andere Betrachtung, ein anderes Erleben in der Welt. Genau. Häufigkeit, es ist die häufigste Störung im Kindesjugendalter. Das muss man auch immer auf dem Schirm haben. Obwohl es so häufig ist, wird es doch auch selbst bei Kindern noch oft übersehen. Und was wir ja überhaupt nie gelernt haben im Erwachsenenalter als Erwachsenenpsychiater ist,
dass es eben im Erwachsenenalter auch noch eine große Rolle spielt. Wenn man sieht, es ist die häufigste Störung von 5 bis 7%. Und davon haben Erwachsene immerhin noch 60% Erwachsenen haben noch ADS-Symptome im Erwachsenenalter. Oder sie gehen in andere Störungen über. Das werde ich Ihnen dann nachher noch erklären. Also das heißt, das ist immer noch da und wir haben das eben nicht gelernt. Das Interessante ist, ich glaube, in der Schweiz ist das ähnlich. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie hat sich getrennt entwickelt von der Erwachsenenpsychiatrie. Die haben sich irgendwie nicht abgedatet. Ja, das heißt, die Krankheitsbilder, die ein Kinder- und Jugendpsychiater sieht, da gehört auch zum Beispiel Autismus-Spektrum-Störung dazu, die hat es irgendwie, hat es die im Erwachsenenalter dann nicht mehr gegeben. Und eigentlich hat sich lange niemand gefragt, was wird denn eigentlich aus dieser großen Gruppe der ADHS-betroffenen Kinder im Erwachsenenalter? Alter. Und jetzt wissen wir eben seit 15 Jahren, dass das also im Erwachsenenalter noch ein großes Problem schafft oder noch viele andere Probleme mit sich zieht. Und erst langsam wird das so klar, dass wir unbedingt danach schauen müssen. Das ist erstaunlich, dass das so untergegangen ist. Und dass eben auch heute immer noch so in Frage steht, gibt es überhaupt ADS bei Erwachsenen? Und ich erkläre Ihnen dann auch später, warum das so untergegangen ist. Wir haben ja die meisten Kinder, also von den Menschen, die heute erwachsen sind, haben wir ja ganz viele überhaupt nicht diagnostiziert als Kinder. Und Erwachsene, entweder wenn sie als Kinder diagnostiziert sind, haben sie oft in der Pubertät keine Lust mehr oder sie sagen dann, ich schaffe das alleine und sie kommen viel später dann zum Psychiater und der hat noch nicht was gehört vom ADS und der diagnostiziert es einfach anders. Also es ist nicht so, dass sie dann nicht mehr auffällig sind, sondern sie kommen mit anderen Symptomen und dann wird das darunterliegende ADS nicht erkannt. So. Das sind die Studien, dass es pendelt sich so ein, etwa 3,5 bis 5% der Erwachsenen haben ADHS. Das ist wirklich eine hohe Zahl, wenn man überlegt, dass die Schizophrenie etwa 1% der Bevölkerung ist. 3,5 bis 5% der Normalbevölkerung haben ADHS. Ja, das heißt, etwa, wir haben ja in den psychiatrischen und psychotherapeutischen Praxen eine Selektion von Patienten, die Schwierigkeiten haben. Etwa 20% der Patienten, die in der Psychotherapie oder in den psychiatrischen Praxen oder auch in den Krankenhäusern, in den psychiatrischen Krankenhäusern sind, haben ADS. Und wenn man dann überlegt, dass das nicht erkannt wird, das heißt, jeder vierte, fünfte ist betroffen und wird falsch diagnostiziert. Das ist eigentlich eine ziemlich erschreckende Zahl. Und man fragt sich, warum das so lange braucht, weil wir wissen seit über 15 Jahren, dass das doch eine große Rolle spielt. Wir haben auch in Deutschland Leitlinien, Behandlungsempfehlungen der Bundesärztekammer. Das sind immer die ganz großen Empfehlungen für die wichtigen Krankheitsbilder. Da wird auch der neueste Stand der Wissenschaft abgebildet. Wir haben das alles. Ja, da ist auch klar definiert, wie man ADS diagnostiziert und wie man es behandelt. Aber es wird in Deutschland nicht umgesetzt oder nur sehr begrenzt umgesetzt. Und ich glaube, in den anderen deutschsprachigen Ländern ist das ähnlich. Ich glaube, in dem Rest Europas, außer den skandinavischen Ländern und England, ist das eher noch weniger der Fall, dass es erkannt und behandelt wird. Wir haben verschiedene Typen von ADS. Die meisten kennen den hyperaktiven Typ, das ist der Zappel-Philipp. Das sind ja auch die, die auffallen, ja, weil die sind laut, die sind heftig, die sind impulsiv. Die kann man eigentlich gar nicht übersehen, ja. Die werden auch schon in der Kindheit oft erfasst, weil die einfach immer Stress, Ärger machen, immer das nicht tun, was sie sollen. Aber der unaufmerksame, der hyperaktive Typ, um den es ja heute vorwiegend geht, der wird vor allen Dingen im Kindesalter sehr oft übersehen. Und im Erwachsenenalter haben wir oft ist der häufigste Typ der Mischtyp. Das heißt, man hat sowohl von dem hyperaktiven wie auch von den hypoaktiven, dem unaufmerksamen Typs eine Kombination. Natürlich hat jeder ADS-Betroffene sein besonderes ADS, weil die Gewichtung, das ist ein ganzes Syndrom, es sind eben mehrere Symptome, die zusammenkommen, einfach in unterschiedlicher Ausprägung die einzelnen Symptome vorhanden sind. Das Interessante dabei ist, dass der Typ wechseln kann. Also man kann durchaus unaufmerksam hypoaktiv in der Kindheit sein. Oft in der Pubertät erfolgt dann eine Veränderung. Und dann kann man eben auch im Erwachsenenalter viel hyperaktiver oder natürlich auch umgekehrt sein. Ja? Also das heißt, der Typ ist nicht stabil, sondern der erfährt auch im Laufe des Lebens oft noch eine Veränderung.
ADS im Verlauf des Lebens, das ist ganz wichtig bei der Diagnostik, weil das ist eine, der Hintergrund von ADS ist, es ist erblich, es ist eine neurobiologische Besonderheit und das ist eben auch immer wieder wichtig im Erwachsenenalter. Man muss es schon in der Kindheit darstellen und man sieht es im gesamten Lebensverlauf. Das heißt, wenn man das ADS hat, zeigt sich das einfach auch in den unterschiedlichen Lebensabschnitten. Es zeigt sich allerdings unterschiedlich in den Symptomenausprägungen. Und wenn Sie sich das jetzt mal so auf diesem Bild vorstellen, das Rote, das ist die hyperaktive Form. Sie können sich vorstellen, das Hyperaktive ist alles nach außen geben. Das ist zu viel, zu heftig, zu laut. Ja, und das Hypoaktive, das ist genau das Umgekehrte. Das ist verträumt, irritierbar, ängstlich, anklammernd, langsam, umständlich. Also das ist so, statt alles rauszuhauen und in die Welt zu schleudern, fressen die es in sich hinein. Ja, die implodieren in sich, haben daher auch ein höheres Risiko für Depressionen, Angstzustände. Ja, es ist statt zu viel zu wenig. Ja, es ist ablenkbar, es ist umständlich, es ist langsam, es ist leise, es ist ja extrem extrem sensibel oft auch, ja. Und das ist ja diese Form, über die wir uns heute besonders unterhalten wollen, die einfach so wenig auffällt. Ja, das ist schon in der Kindheit so, auch in deinem Klassenzimmer. Die schauen aus dem Fenster und gucken, wo fliegt der Vogel hin. Die sind in ihren Gedanken weggeträumt, ablenkbar, reizoffen für jeden neuen Reiz. Aber der Lehrer weiß am Schluss gar nicht, waren die eigentlich heute im Unterricht oder nicht, weil sie so unauffällig sind und eigentlich so ganz in sich, mit sich beschäftigt, mit den Gedanken, die springen, mit dem, mit Wegträumen, dass sie ganz schwer überhaupt wahrzunehmen und zu fassen sind. Wenn häufig auch Mobbingopfer, weil sie sich so schlecht wehren können, weil sie zu langsam sind in ihren Reaktionen. Und es ist interessant, in der Kindheit ist das eher die Mädchenform, also die Mädels sind da überrepräsentiert. Im Verlauf des Lebens nähert sich das wieder an. Also das heißt, dass im Erwachsenenalter haben wir beide Formen etwa gleich häufig und auch bei den, da haben die Frauen nicht mehr also die Überhand bei dem unaufmerksamen Typ. Aber in der Kindheit ist das so. Und deswegen werden die Mädels auch in diesem Lebensabschnitt häufig überhaupt nicht erfasst. Aber es hat doch dramatische Auswirkungen. Ja, also das heißt, wenn man das nicht erkennt, bleiben die sehr oft unter den Möglichkeiten, können ihr Potenzial nicht ausnutzen, können nicht ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln. Ja, sie haben einfach immer das Gefühl, ich versage, ich kann mich eh nicht zur Wehr setzen. Und das bahnt dann schon auch im späteren Verlauf einen Risikofaktor für Depressionen und Angstzustände. Ich will jetzt auf die einzelnen Symptome von ADS kommen und auch nochmal da den Unterschied zeigen zwischen hyperaktiv und hypoaktiv. Und dafür muss ich erst nochmal ein bisschen ausholen, was ist denn das ADS überhaupt? Mir ist das immer wichtig, dass man versteht, was ist denn Besonderes an dem ADS und warum ist das so? Stand der Wissenschaft, um das jetzt mal so vereinfacht zu beschreiben ist, das ist eine genetische Besonderheit, eigentlich ein altes Jägergen aus der Savanne Afrikas, ist, was überlebt hat, weil ADSler auch ganz vieles Positives können. Da komme ich ganz am Schluss dazu. Das ist mir immer ganz wichtig, die Ressourcen von ADS zu beschreiben. Jetzt stellen wir uns mal vor 10.000 Jahren, der Jäger in der Savanne Afrikas, das war ja extrem einsam, die Savanne Afrikas, es ist ganz wenig passiert. Man hatte Hunger. Man musste jagen, das war das, wie man sich am besten ernähren konnte. Und es war extrem gefährlich. Man musste alles mitbekommen und zwar 360 Grad auch Aufmerksamkeit für jedes kleinste Geräusch. Und jedes kleinste Geräusch, man musste mehr oder weniger das Gras wachsen hören und sofort, wenn auch nur der Grashalm geknickt wurde, sofort aufspringen und schnell reagieren. Das heißt, in der Savanne Afrikas vor 10.000 Jahren hat der am besten überlebt, der am meisten mitbekommen hat und am schnellsten reagieren konnte. Da sind wir bei der Impulsivität. Und das war damals ungeheuer praktisch. Und jetzt hat sich aber mittlerweile natürlich unsere Lebensbedingungen dramatisch verändert. Also dieser 360 Grad alles mitbekommen, alles auf dem Schirm kriegen, das ist der Pirschmodus oder der Hab-Acht-Modus. Ja? Alles, jedes Geräusch ist wichtig und nicht priorisiert, egal was, ich muss sofort reagieren. Und das ist eben das Problem des ADSlers heute, dass er immer noch diese Aufmerksamkeitsform hat, alles wahrzunehmen und
von jedem neuen Reiz, von jedem neuen Geräusch angetriggert zu werden. Und dann gibt es eben diesen anderen Modus. Mal weiter. Das ist die Hyperfokussierung oder der Tunnelblick. Das ist der Jagdmodus. Und das kennen die meisten ADSler. Also solange was, also dass sie entweder alles mitbekommen oder aber dann hyperfokussieren und dann nur noch das und das wie so durch den Fernrohr geguckt und alles andere nicht mehr. Ja, also wenn man jagen musste, und das kann sein, wenn was Spannendes ist. Die ADSler können ja Berge versetzen, wenn irgendwas spannend ist, dann sind sie im Hyperfokus und dann können sich besser konzentrieren als alle anderen. Ja, das ist die Jagd, sei es Dinge, die man ja unbedingt haben will, sei es irgendwas, was die Aufmerksamkeit total fesselt und dann geht das. Aber dann geht eben alles andere nicht mehr oder es ist eben diese Reizoffenheit, dass man alles mitbekommt. Und die ADSler haben eigentlich nur diese zwei Aufmerksamkeitsmöglichkeiten, entweder alles mitzubekommen oder aber zu hyperfokussieren. Und was wir eigentlich heute brauchen für unseren Kulturmodus ist so eine 5 bis 10 Meter Aufmerksamkeit und den Rest wegblenden. Das heißt, wir brauchen heute Reizfilter, wo wir diesen ganzen unnötigen Kram wegblenden, wie hupende Autos, Handy, quatschende Mitmenschen, wo es ständig irgendwo Bing macht und ständig irgendwas passiert. Und das kann aber der ADSler nicht. Er kann nicht diese ganzen unwichtigen nebensächlichen Geräusche wegblenden, sondern alles, was passiert, kommt sofort auf den Schirm und führt sofort dazu, dass er die Aufmerksamkeit dahin richtet und dass er eventuell auch sofort emotional überschießend reagiert. Und das schafft natürlich ein ständiges Ablenkbarsein. Wir sagen immer, die ADSler sind reizoffen, weil jeder Reiz auf sie einströmt. Die meisten ADSler kennen das sehr gut, wenn so ganz viel um sie herum sind, dass sie wahnsinnig nervös werden und sie gar keinen klaren Gedanken mehr fassen können und dass die Gedanken so wegspringen. Das ist eben, wenn man zu viel von diesen ganzen Reizen auf einmal bekommt und dann kann das Gehirn gar nicht mehr richtig gewichten, was ist denn jetzt wichtig, was ist denn jetzt unwichtig. Und das ist tatsächlich eine neurobiologische Verarbeitung, das ist tatsächlich eine andere Reiz- und Stimulusverarbeitung, die man neurobiologisch auch gut nachweisen kann. Also das Wichtige dabei ist, die ADSler können sich konzentrieren, aber eben nur auf die spannenden Sachen. Und das ist auch das, was man in der Schule oft hört, dass die Lehrer sagen, ja, aber der kann doch sich konzentrieren. Wenn der will, geht das. Das stimmt. Aber es geht eben nicht für langweilige Sachen. Es geht halt nur für Antilopen oder Löwen und eben nicht für Wühlmäuse oder für Akten sortieren oder Hausaufgaben machen oder Steuererklärung machen, ja, weil da einfach diese Konzentration nicht gehalten werden kann und dann eben wieder alles andere gleich wichtig ist. So. Motorische Hyperaktivität, das sind vor allen Dingen die roten, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Also das heißt, der hyperaktive ADSler ist einfach eher unruhig getrieben, immer auf dem Sprung. Wobei man im Erwachsenenalter sagen muss, das haben viele Erwachsene oft ganz gut gelernt, das zu verbergen. Die nehmen sich einfach zusammen. Und wenn man dann fragt, und das ist eben der Punkt, warum wir das ADS nicht so realisieren, vieles ist im Verborgenen, weil man gelernt hat, wenn ich so hippelig und nervös bin und da rumzappel, mache ich alle anderen mit nervös und das kommt nicht gut, dann reiße ich mich zusammen. Und man muss dann wirklich so die Frage stellen, fühlen sich oft unruhig getrieben, können sich schwer abschalten. Und dann sagen viele ADSler, ja, das kenne ich unheimlich gut, aber man sieht es ihnen gar nicht mehr an. Nur, das ist echt Arbeit, dass man sich immer so zusammenreißen muss und eigentlich immer diese innere Unruhe verbergen muss. Also das ist eher der hyperaktive Typ. Und der unaufmerksame Typ, auch im Erwachsenenalter, ist noch der Verträumte mit der Konzentrationsstörung, dieses nicht dabei bleiben können, immer abgelenkt sein. Und auch das muss man erfragen. Das Problem ist ja, dass Betroffene überhaupt nicht das Gefühl haben, dass da irgendwas nicht passt oder stimmt, sondern sie sind ja schon so auf die Welt gekommen. Das heißt, sie haben das nie anders erlebt. Und für sie ist es so, als würde wir, natürlich als sind alle anderen, machen das genauso. Und diese, dass das doch anders ist, die Reizverarbeitung und die Aufnahme und und das Denken, das kommt ihnen ja gar nicht in Sinn. Das ist so etwa wie wenn sie schon fehlsichtig geboren wurden und sie haben nie gut gesehen, dann denken sie, naja, alle sehen die Welt so. Ja? Aber ja, wenn sie eine
Als Beispiel, wenn Sie eine Depression kriegen, dann wissen Sie irgendwie, ja, aber früher habe ich mich mal viel besser gefühlt. Früher konnte ich mal gut schlafen und war fröhlich und jetzt ist es irgendwie ganz anders. Aber das ist eben bei ADSlern nicht so, weil sie von Anfang an ja so wahrnehmen und fühlen und das ist einfach der Normalzustand. Ja? Und dieses verträumte, unaufmerksame, vergesslich, ich sage immer verträumt, verpeilt, ich weiß gar nicht, ob es den Ausdruck in der Schweiz gibt, verträumt, verpeilt, das ist so, ja. Dann denkt man, naja, gut, die sind halt so, die haben halt nicht so ein Interesse, die haben halt nicht so, so die Vitalität. Aber es ist eigentlich ein Zeichen eines deutlichen ADS des unaufmerksamen Typs und was nicht, und dem man sich nicht schicksalshaft ergeben muss, sondern da kann man zum Glück ganz, ganz viel dran ändern. Affektlabilität ist, das gibt es bei beiden. Und das ist eben diese emotionale Überreaktion, was ich Ihnen so auch erzählt habe, von es passiert was und es kommt sofort eine emotionale, eine heftige emotionale Reaktion. Bei den Hyperaktiven oft die Impulsivität, ja, ich muss mich zur Wehr setzen. Bei den ADS des unaufmerksamen Typs oft so dieses, oh, ich bin falsch, ich habe wieder was falsch gemacht, oh Gott, ich habe wieder versagt, ja, und dieses ganz schnelle Stimmungsschwankungen, also das heißt, dass man so mit einer Bemerkung kann einem so die Stimmung entgleisen und man kann ganz schnell wütend werden oder sich auch so schwarz ärgern, dass man nicht mehr runterkommt von dem Ärger, ja. Auch das sind Sachen, die muss man ganz die muss man erfragen. Ja, ist oft so bei den Hyperaktiven, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt, können sich total freuen, es ist alles so überschießend. Total toll alles und im nächsten Moment falsche Bemerkung, entgleiste die Stimmung oder blöde Bemerkung, man könnte total wütend sein. Das ist jetzt bei den ADS des unaufmerksamen Typs ein bisschen schwieriger, weil die nicht so offensichtlich ihre Gefühle in die Welt schleudern, sondern eben eher das in sich hineinfressen und sie fressen vor allen Dingen die negativen Gefühle in sich hinein, wie Wut und Ärger und Trauer und Schmerz und Verletzung. Und das kumuliert dann so im Laufe des Lebens. Es kumuliert vor allen Dingen zum schlechten Selbstwertgefühl und es kumuliert zu dem Gefühl von Versagen und Scheitern. Impulsivität, oft heftig bei den Hyperaktiven, sofort sich zur Wehr setzen. Buff, ich sage immer, wenn man so mit einer Holzkeule extrem empfindlich, heftig austeilen. Bei den ADS des unaufmerksamen Typs ist es oft so, dass sie sich ganz lange was gefallen lassen und dann plötzlich bei einer kleinen Bemerkung, boah, gibt es eine Explosion, die dann keiner versteht und sagt, was war denn das jetzt? Ja, und dann wieder tiefe Schuldgefühle und wieder weiter in sich hineinfressen. Ja? Also diese Impulsivität ist doch sehr, sehr viel deutlicher bei dem, bei dem hyperaktiven ADS und eher bei dem unaufmerksamen so die Ausnahme, aber dann nicht, dann kann das zum Teil auch schon sehr heftig sein. Die scharf gestellte Alarmanlage, die verdanke ich einem Kollegen von mir, dem Herrn Carsten, der hatte Einsamkeit in unserer Mitte geschrieben, das finde ich ein tolles Buch. Weil er das so beschrieben hat, dass die ADSler eine scharf gestellte Alarmanlage haben, die kommt nämlich auch noch aus der Steinzeit. In der Steinzeit war alles gefährlich. Wir mussten uns vor allen Dingen das Negative merken, weil das Wohlgefühl war für die Evolution nicht wichtig und man musste sich vor allen Dingen merken, wo war es gefährlich und wo muss ich mich sofort zur Wehr setzen. Und das ist wirklich ein ganz wichtiger Zugang auch für ADS. Das habe ich auch so immer in einem Bild für meine Patienten. Stellen Sie sich vor, Sie haben so eine, Sie haben ein Haus mit einer Alarmanlage und normalerweise geht diese Alarmanlage nur an, wenn der Einbrecher ins Wohnzimmer steigt und dann gibt die richtig Alarm und das ist ja auch der Sinn davon. Die ADSler haben aber diese scharf gestellte Alarmanlage, da springt die eventuell schon an, wenn der Schmetterling vorbeifliegt oder der Maulwurf durch den Garten krabbelt. Aber die gibt Alarm, als sei der Einbrecher da. Und das ist so was, was wir ganz oft sehen bei ADSlern, diese extreme Empfindlichkeit oder sofort dieses Gefühl, ich werde angegriffen oder ich werde vernichtet oder ich bin zurückgesetzt worden. Also das ein ganz das sehr schnell Situationen viel interpretiert werden in Richtung Gefahr oder in Richtung Angriff oder in Richtung Verletzung. Ja, und das ist wirklich auch was Wichtiges, dann später zu sehen, diese Alarmanlage zu hinterfragen.
Das war früher sicherlich wichtig, lieber 10-mal zu viel Alarm und lieber 10-mal umsonst gewährt, als einmal verschlafen, dann war man toter Mann oder tote Frau. Aber dieses schnelle, sich verletzt, gekränkt, angegriffen fühlen, führt eben oft dann zu diesen heftigen, überschießenden Reaktionen, die von anderen dann gar nicht verstanden werden, weil sie sagen, was ist denn jetzt los? Was hast du denn schon wieder? Das war doch nur eine blöde Bemerkung. Aber die Alarmanlage hat gezündet und hat einfach mal gesagt, wehren und es geht um Leben und Tod. Also so auch das ist eben auch eine wichtige Sache bei ADS, dieses oft Fehlinterpretieren von sozialen Reizen, diese Überinterpretation und dieses schnelle angegriffen werden oder schneller verletzt und gekränkt sein. Ja, die Unaufmerksamen fühlen sich einfach viel schneller gekränkt, vernichtet, abgelehnt. Die Hyperaktiven, die gehen auch sofort in den Angriff. Also was sofort ausgelöst wird, ist Flucht oder Angriff, ein alter Reflex. Ja, und eben die Hyperaktiven wehren sich dann und steigen sofort in den Kampf. Und die Hypoaktiven, die fressen es eher in sich rein oder ziehen sich zurück und gehen in den Fluchtmodus. Aber immer dann auch bleibt diese schlechte Erfahrung hängen. Da hat mich schon wieder jemand angegriffen oder ich bin schon wieder irgendwo kritisiert oder verletzt worden. Und das bleibt eben dann auch als Erfahrung hängen, auch wenn das eine Fehlinterpretation war. Ja, es wird aber so ausgewertet. Ja, wichtiger Punkt, Chaos, Desorganisation, das ist oft auch sehr ein gut gehütetes Geheimnis im Erwachsenenalter, muss man auch immer wieder fragen, haben Sie Schwierigkeiten aufzuräumen? Haben Sie Schwierigkeiten, Akten abzulegen, sich zu strukturieren? Haben Sie Schwierigkeiten, Ihre Sachen wiederzufinden? Kämpfen Sie immer wieder gegen Ihr Chaos? Was so häufig ist bei ADSlern, das Chaos wächst, es ist eine Erkrankung der Häufchen. Ja? Stapel, Stapel, Stapel. Und dann fangen sie auf einmal an, total perfektionistisch aufzuräumen. Und dann kommt das Chaos sofort wieder. Also es ist ein ständiger, oft so ein Kampf zwischen Perfektion und Chaos. Aber das Chaos nimmt so seinen Lauf. Machen wir gerade weiter. Da haben wir nochmal so ein Bild. Ich lasse mir oft von meinen Patienten mal so Bilder machen. Wie sieht es denn zu Hause aus? Das ist dann zum Teil sehr eindrucksvoll. Das ist eine junge Studentin. Man kann sich gut vorstellen, die kann jetzt schlecht zu Hause arbeiten. Also der ganze Boden ist auch angefüllt. Das ist etwas, was extrem schamhaft erlebt wird und worüber Patienten meistens nie freiwillig berichten, was sie für große Probleme haben, zu strukturieren und zu ordnen. Und da sind wir jetzt wieder beim Jägergehen. Der Jäger musste ja auch nichts strukturieren und ordnen. Das Einzige, was wichtig war, ist alles mitkriegen und sofort reagieren. Aber dieses ganze Ordnen und Sortieren und Multitasking abarbeiten, das ist ja dann auch schon wieder eine große kulturelle Leistung. Und das war ja auch gar nicht gefragt in der damaligen Zeit. Also das ist ein extremes Problem, und zwar von beiden, für den Hyperaktiven und den Hypoaktiven, ja, Struktur, Ordnung zu schaffen. Sie finden nichts, sie vergessen, sie verlieren, ja, und das schafft im Arbeitsleben unglaublich viele Probleme und schafft natürlich auch viele Beziehungsprobleme, weil wenn man so jetzt mit einem normalen Ordnungssinn mit jemandem leben muss, der das so macht, dann ist man eigentlich ständig auch in seinem Wohlbefinden beeinträchtigt, ja, und oft fragen mich ADSler, wie räumt man denn überhaupt auf? Ja? Oder dann räumen sie auf und dann haben sie eine Ordnung und nach 3 Wochen wissen sie nicht mehr, wie sie aufgeräumt haben. Ja? Also das ist wirklich auch ein ganz großes Problem dann später in der Therapie, dieses Struktur und Ordnung halten. Und was das bringen andere so normal mit. Ich erzähle das nochmal so von meinen Kindern. Meine zwei, die kein ADS haben, die wussten immer, dass man mit Schulranzen in die Schule geht und seinen Tennisschläger zum Tennisunterricht mitnimmt und dass man irgendwie aufschreibt, wenn man Schulaufgaben schreibt. Aber meine anderen drei Chaoten, die wussten das nie. Und das hat wirklich Jahre, Jahre gedauert, ja, bis die dann mal bereit waren zu lernen, dass man Listen braucht als ADSler und dass man gewisse Abläufe automatisieren muss. Ja, das ist einfach genetisch nicht da. Und das muss man sich sehr mühevoll aneignen. Und das dauert oft lange, bis man das implementiert. Und dann ist auch noch der Frust, wenn man 2 Wochen in Urlaub fährt und man kommt wieder, dann hat man ganz vieles von der Struktur, die man sich so mühevoll erarbeitet hat, eventuell auch schon wieder vergessen. Also es ist so, ADS ist schon auch ein ständiger Kampf gegen das eigene Chaos, gegen die eigene Sprunghaftigkeit, gegen die eigene Ablenkbarkeit. Ja? Und das sind halt auch bestimmte Lebensthemen, die ADSler damit haben. Schlechtes Zeitmanagement, ja. Einfach Zeit nicht einteilen zu können. Ja? Wenn Sie einen ADSler fragen, was hast du denn gestern zu Mittag gegessen, das ist schon ein echtes Problem.
Letzte Woche ist unglaublich lang her. Das ist so dieses Ding aus den Augen, aus dem Sinn. Der ADSler im Hier und Jetzt, das war auch wichtig, im Moment zu reagieren. Aber Vorplanen ist schlecht. Also das ist ja auch eine Störung der Exekutivfunktion, eine Störung der Planungsfunktion. Ja, beziehungsweise damals keine Störung, sondern damals tatsächlich physiologisch und sinnvoll. Heute schwierig in unserer doch sehr getakteten Zeit. Und dieser Zugriff auch auf Vergangenheit. Wie war denn das? Auswerten von Erfahrung. Ja, es ist einfach vorbei, es ist einfach weg. Das ist oft ein Frust für die Angehörigen, sagen, du, gestern hatten wir doch das gleiche Problem, heute hast du es schon wieder vergessen. Gestern ist für den ADHSler oft eine Ewigkeit. Was? Damals? Gestern? Wie soll ich mich an gestern erinnern und wie soll ich mich an letztes Jahr erinnern? Ja? Also das ist wirklich etwas, was gar nicht so bekannt ist, dass dieser Zeitstrang, dieses Abschätzen von Zeit einfach ganz schwierig ist. Auch zum Beispiel, ich habe noch eine halbe Stunde Zeit, bis mein Zug fährt und was kann ich da noch erledigen? Auch das ist ganz, ganz schwierig für ADHSler. Was kann man in einer halben Stunde erledigen? Sie fangen dann irgendwas an, was viel länger dauert und dann ist der Zug weg. Ja, also das muss man auch trainieren in der ADS-Therapie. Man muss es einfach wissen. Das scheint einfach auch Zeit, der Begriff von Zeit, was Genetisches zu sein. Das ist, die Zeit läuft davon. Ja, es ist einfach weg. Oft sagen sie ja, ich weiß gar nicht, wo sie geblieben ist. Sie ist einfach weg. Ja. Aufschieberitis, großes Problem bei beiden. Auch schon in der Kindheit sehr deutlich, dieses nicht in die Gänge kommen, was viele eben nicht wissen, ist, dass ADS eine Motivationsstörung auch beinhaltet. Also hatten wir vorhin schon, alles, was Spaß macht, geht sofort. Alles, was Spaß macht, kein Problem. Alles, was interessant, was spannend ist. Aber dieses in die Gänge kommen für Sachen, die keinen Spaß machen, Hausaufgaben machen, aufräumen, Dokumentation machen im Job, ja, also alles das ist so auf den letzten Drücker. Das muss man ein bisschen verstehen mit dem letzten Drücker. Prüfung, ganz typisch, ja. Der ADSler fängt 8 Stunden vorher an oder 12, um auf den letzten Drücker zu lernen und sagt dann immer, ich kann nur auf den letzten Drücker lernen und das stimmt, ja. Das Problem ist, auch die Motivation, dieses, ich nehme mir vor und ich mache es, dieses, ich nenne das immer auf die Straße bringen. Ja, das ist extrem schwer für ADS, weil das ist Dopamin gesteuert. Ja? Also das heißt, man braucht Dopamin, um, Dopamin ist ein Gehirnhormon. Das will ich jetzt vielleicht bei dem jetzt gerade noch erklären. Also das ganze ADS hängt an dem Dopamin. Dopamin ist ein Gehirnhormon, das steuert Motivation, Konzentration, Aufmerksamkeit und Stimmungsstabilität. Und das wird erblich zu schnell abgebaut. Das heißt, der ADSler hat für die heutigen, für den Kulturmodus einen Dopaminmangel. Ja? Nicht für die Savanne Afrikas, sondern für jetzt. Ja? Und dieses Dopamin ist eben auch die Steuerungsfunktion. Ja, ich will was machen und tu's. Und ADSler können erst was machen auf den letzten Drücker. Das heißt, wenn die Hütte brennt, wenn alles wirklich auf Dunkelrot steht und alle Stress machen und er genau weiß, wenn ich es jetzt nicht hinkriege, falle ich durch die Prüfung. Dann passiert eins, dann kriegt man Stresshormone, nämlich Adrenalin. Dann kommt so richtigen Adrenalinschub und Adrenalin wirkt jetzt auch dopaminerhöhend. Adrenalin ist ein Antriebshormon, übrigens ganz ähnlich wie das Ritalin, das Methylphenidat oder das Amphetamin. Ja, es setzt in Gang, es aktiviert alles und mit diesem Stressadrenalin schafft er das dann. Ja, ist auch wieder eine neurobiologische Geschichte. Also das stimmt, was uns die ADSler erzählen. Ich kann nur auf den letzten Drücker. Ja, aber das ist natürlich auch das Elend, weil wenn man seine Prüfung auf den letzten Drücker macht, wird das nie so gut wie das, was man alles könnte. Ja, wenn man es denn gut takten könnte und wenn man rechtzeitig anfangen könnte. Und das ist auch ein Grund, warum die ADSler neben der Reizoffenheit, der extremen Ablenkbarkeit, ja, so oft auf der Strecke bleiben, dass sie einfach nicht ihr Potenzial ausschöpfen können und unter ihren Möglichkeiten bleiben. Ne? Wir wissen, viele ADSler bleiben 1 bis 2 Ausbildungsstufen unter ihrem Potenzial, weil sie sich nicht aktivieren können und weil sie sich nicht konzentrieren können. Ne? Und das ist jedes Mal Dopamin gesteuert. Ja, Ablenkbarkeit machen, angefangen ist nicht zu Ende. Also das sind zwei ganz wichtige Fragen, die man, also auch immer, schon in der Kindheit sieht man das, ja. Für beide Typen, sie kommen nicht rechtzeitig in die Gänge und sie
kriegen es nicht fertig. Ja? Sie sitzen in den Hausaufgaben, dann gehen sie aufs Klo, dann holen sie sich was zu trinken, dann gucken sie auf dem Handy, dann gucken sie, wo der Vogel hinfliegt, der da draußen vorbeigeflogen ist. Also es ist ständig jeder neue Reiz führt zur Ablenkung und oder sie gehen in den Keller und sollen Sprudel holen und kommen zurück und wissen gar nicht mehr, was sie da holen wollten. Ja? Also dieses ständig durch Gedanken abgelenkt werden oder durch Reize abgelenkt werden und es nicht zu Ende kriegen. Ganz, ganz wichtig, diese beiden Fragen bei ADS. Ja? Und auch für die Lehrer ist das ganz wichtig, wenn sie das sehen. Der kommt nicht in die Gänge und ist ständig abgelenkt. Ja? Und bei ADS gilt halt so aus den Augen, aus dem Sinn. Selbst wenn man einen guten Gedanken hatte, ich muss die und die anrufen, ganz wichtig, und dann kommt der nächste Gedanke, wupp, ist er wieder weg. Ja? Also das ist so, in der Savanne Afrikas war es wahrscheinlich so, wenn die Antilope weg war, musste man nicht drüber nachdenken, warum war die jetzt weg, sondern musste gucken, wo gibt es die nächste. Ja? Aber das ist in unserem Kulturmodus blöd, weil wir müssen aus Erfahrung lernen, wir müssen Erfahrung auswerten, wir müssen dranbleiben. Ja, und das können die ADS nicht, das können schon die Kinder nicht. Ja, und dieses nicht zu Ende kriegen, endlos Hausaufgaben für Hausaufgaben brauchen, ja, einfach nicht klare Gedanken haben und die stringent zu Ende denken können, das ist halt schon, das zeigt sich schon ganz früh. Und natürlich dann auch dieses Mutlose, was dann kommt, sagen, alle anderen verstehen das, ich verstehe das nicht, ich merke es mir nicht, ja. Und wenn Sie sich mal vorstellen, wenn Sie jeder neue Reiz ablenkt und Sie wollen was lernen und da kommt wieder irgendwas, da lässt er den Stift fallen, schon sind Sie weg. Sie müssen immer wieder zurückkommen, Sie wissen immer nicht, wo war ich da. Da fehlt Ihnen immer irgendwas beim Zuhören beim Lehrer oder es fehlt Ihnen was beim Weiterdenken. Das heißt, es macht einen extrem langsam. Es macht so eine völlig zerfledderte Aufmerksamkeit und man kann dann natürlich auch den Stoff nicht so abspeichern, sondern man kann nur so Fragmente abspeichern. Ja, und das macht sich natürlich im Lernerfolg massiv bemerkbar. Entscheidungsschwäche auch häufig, sie nicht entscheiden können. Ganz einfaches Beispiel, wenn Sie einem ADS-Kind ein grünes und ein rotes Bonbon hinhalten, wenn es das Grüne hat, will es rote, wenn es rote hat, will es grüne. Eigentlich will es beide. Also, und dieses Entscheiden hängt ja auch so daran, dass ich priorisieren kann. Und das kann der ADS nicht. Für den ist jeder Reiz gleich wichtig. Und wenn Sie jetzt entscheiden sollen und alles ist gleich wichtig, dann denken Sie das, nein, das, nein, das, nein, das. Also dieses Erkennen können, was hat einen höheren Stellenwert, ja, was ist dringender, das können eben ADSler so nicht. Zumindest nicht mit dem wenigen, wenn Sie in irgendeinem Dopaminmangel sind. Wenn man das eben behandelt, geht das sehr viel besser und dann können Sie auch Entscheidungen treffen. Aber wenn Sie sich nicht entscheiden können, fange ich jetzt an zu lernen? Ja, mit was fange ich? Das fängt schon damit an. Mit was fange ich denn jetzt an zu lernen? Was ist denn wichtig? Was muss ich denn für die Schulaufgabe lernen? Ja, was hat denn der Lehrer gesagt? Habe ich aber schon wieder vergessen. Ja, also das sind so diese Gedankenschleifen, womit man die Zeit verliert, die Lust verliert, womit man natürlich auch viele Misserfolge hat. Ja, und das zieht sich auch so durch das Leben. Der innere Schweinehund, das ist diese Motivationsstörung. Ja, dieses sich für etwas motivieren, den ersten Schritt machen. Ne? Das erzählen uns die Patienten immer wieder, aber das muss man erfragen. Ja? Haben sie Schwierigkeiten, einfach Sachen anzufangen? Ja? Außer halt, wie gesagt, wenn die Hütte brennt. Ja? Ganz, ganz großes quälendes Thema für ADSler, auch schon für Kinder. Ich kann nicht mit den Hausaufgaben anfangen. Ich weiß nicht, ich komme einfach nicht in die Gänge. Es ist wie Blei. Ja? Und es ist der erste Schritt. Und das wundert uns jetzt natürlich nicht, wenn man diese ganze Symptomatik jetzt anschaut, was daraus wird. Selbstwertgefühl ist ja die Summe aller unserer Lebenserfahrungen. Ja? Viele negative Lebenserfahrungen. Ich konnte es nicht, ich habe es mir nicht behalten, ich habe es nicht vergessen, ich habe mein Zeug nicht gefunden, ich war nicht rechtzeitig, ich habe mir es nicht gemerkt. Ja? Auch Ablehnung durch andere, die sagen, wieso kannst du das nicht und streng dich doch mal an und wenn du willst, kannst du doch. Ja? Dann diese Hypersensibilität, das hatten wir mit der scharf gestellten Alarmanlage, schnell soziale Reize fehl zu interpretieren, da war doch schon wieder was gegen mich. Ja, also dass man so Ablehnung und Feindseligkeit einfach auch viel schneller erlebt und vorwegnimmt. Ja, das alles schafft höhere Rate affektive Störungen, heißt Erkrankungen wie Angststörung und Depression, deutlich höhere Rate dann im Erwachsenenalter. Ja, ich sage das, machen wir mal weiter.
Also diese quälenden Selbstzweifel. Wir vergessen immer wieder, also auch als Eltern, ja, es nutzt, das ist natürlich ganz wichtig, dass wir unsere Kinder lieben, sie darin bestärken. Aber was Kinder eben auch brauchen, ist Erfolg. Und Selbstwertgefühl kann man nicht von Eltern bekommen. Man kann die Liebe bekommen und Unterstützung, aber Selbstwertgefühl muss man sich erarbeiten. Und jetzt stellen Sie sich vor, als Kind, Sie haben einfach ganz viele Misserfolge. Erfolg macht glücklich und viele Erfolgserlebnisse machen gutes Selbstwertgefühl. Das macht viele Punkte auch im Selbstwertgefühl, im Selbstwertgefühl. Wenn Sie aber jetzt Misserfolge haben, Misserfolge machen unglücklich, tiefe Selbstzweifel und viele Misserfolge machen auch ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl. Ja? Und das ist eben genau das, was die ADSler haben. Selbstzweifel bis hin zu Selbsthass, zu sagen, alle können das, ich kann das nicht. Ja? Ich kriege das nicht auf die Reihe, ich bin dümmer, ich bin nicht so liebenswert, weil alle kritisieren mich. Ja? Also diese viele negative Lebenserfahrung, die verdichtet sich, die bleibt einem hängen. Kernsymptome, das sind praktisch die Symptome, nach denen wir das diagnostizieren. Wie gesagt, das Wichtige bei ADS ist, es darf nicht mal vorkommen. Natürlich sind wir uns darüber klar, jeder Mensch hat mal Aufmerksamkeit und Konzentrationsstörung, jeder ist mal ein bisschen hyper oder mal ein bisschen unteraktiviert, jeder hat mal Stimmungsschwankungen, ist launig, jeder ist auch mal chaotisch. Aber das Wichtige ist, das muss sich durchs ganze Leben ziehen und dann dürfen wir es diagnostizieren. Ich sage immer, das ADS ist wie ein Geist, der durchs Leben spukt und der spuckt einem dann ganz schön oft in die Suppe. Und wenn man ihn erkennt und sieht, ah, das ist ADS, dann kann man aus diesem Geist auch einen guten Geist machen. Da gibt es auch ganz, ganz viel Potenzial, was man heben kann. Ja? Also die Kernsymptome, was also vorhanden sein muss, auch so im Lebenslauf, das ist mal stärker und schwächer. Natürlich, je höher die Anforderungen in der Ausbildung, desto deutlicher wird das. Die Konzentrationsstörung, die Hypo- oder Hypoaktivität, diese Stimmungsschwankungen, das Chaos, die mangelnde Gefühlskontrolle, die nicht so ausgeprägt ist bei den Unaufmerksamen, Schwierigkeiten mit Mitmenschen und am Arbeitsplatz. Wir können uns das natürlich ganz gut vorstellen, dass das am Arbeitsplatz ein Riesenproblem ist. Wenn Sie sehr langsam, vergesslich, verpeilt sind, alles auf den letzten Drücker haben, machen, kriegen Sie Riesenschwierigkeiten am Arbeitsplatz und Sie kriegen natürlich auch Schwierigkeiten in der Partnerschaft. Ja. Was dann im Erwachsenenalter wirklich auch häufig eine Rolle spielt, dass man dann schon sehr früh erschöpft und lustlos ist. Ja? Einfach lustlos von keiner Motivation haben, ich schaffe es ja eh nicht. Aber auch das Leben ist so anstrengend, das beschreiben uns viele, vor allen Dingen die unaufmerksamen ADSler. Ich muss mich so zusammenreißen, es kostet meine ganze Kraft. Ja? Vergesslichkeit ist auch ein wichtiges Symptom bei ADS und natürlich daraus resultieren Selbstzweifel, das haben wir schon gehabt. Weitere ADS-Probleme. Das sagte ich schon, diese Reizüberflutung. Je mehr um einen herum ist, desto mehr, desto angespannter wird man, desto weniger Entscheidungen kann man treffen. ADSler unter Stress wird noch impulsiver. Stress macht das ganze ADS, beflügelt das noch, befeuert das ADS, dass man irgendwann nicht mehr kann und sagt, mir ist jetzt alles zu viel, ich könnte so noch schreien und rausrennen. Ja? Also das wissen viele ADSler nicht. Auch nicht viele Psychiater, dass diese Reizüberflutung unter vielen Reizen wird das alles schlimmer und führt dazu, dass man gar nicht mehr arbeiten kann und einfach total unter Druck und Spannung kommt. Kindlich unreif ADSler können oft auch im Erwachsenenalter, ja, extrem unreif reagieren, nicht Bedürfnisse aufschieben, sich nicht zusammenreißen, total schnell sauer und genervt sein und ausflippen. Und das versteht oft dann niemand und sagt, was ist denn das? Ja. Belohnungsgesteuert, also alles, was Spaß macht, geht, aber alles, was Spaß macht, geht nicht. Das spielt natürlich in der Partnerschaft wieder eine große Rolle. Wenn Sie einen Partner haben, der immer nur das macht, was ihm gerade Spaß macht und der nicht seine Pflichten erfüllt, ja, und dann einfach wieder vergessen hat, beim Bäcker vorbeizugehen oder die Wohnung sauber zu machen, das schafft auf die Dauer viel Stress und Unmut. Finanzielle Probleme, das zeigt sich halt in allen Bereichen, ja. Auch finanzielle, der Umgang mit Finanzen setzt ja Selbststeuerung voraus. Ja? Ich darf nur das ausgeben, was ich will. Ach, was ich habe, sorry. Ich muss den Überblick haben über meine Finanzen. Ja? ADSler neigen dazu, auch in der Impulsivität schnell irgendwas zu kaufen, oft auch
verbunden mit Kaufsucht oder aber einfach gar nicht zu wissen, dass sie es schon haben oder einfach nicht zu gucken auf das Konto oder oft machen sie Rechnungen nicht auf und dann die Inkassobüros leben von ADSlern, weil sie ihre Rechnungen nicht bezahlen können. Das ist auch etwas, ja, so sich gut organisieren zu können, wenn man seine Rechnung nicht bezahlt, wird aus einer 10-Euro-Rechnung auch ganz schnell 100 Euro. Ja, jedenfalls in Deutschland ist das so. Und so summiert sich das dann oft auch zu einem finanziellen Chaos. Und nicht viele Adressler sind wirklich auch überschuldet, obwohl sie einen guten Beruf haben, weil sie das einfach nicht organisatorisch gebacken kriegen. Und weil sie eben auch diese Störung der Impulskontrolle haben, dann zu schnell angetriggert sind und aus dem Moment heraus kaufen und gar nicht gucken, einmal, ob sie es brauchen und zweitens mal, ob sie es auch bezahlen können. Computersucht, also oft eine sehr starke Affinität zu Medien. Und viel Zeit verlieren drin. Ich bin manchmal ganz erstaunt, wie viel Zeit. Ich hatte gerade gestern einen Studenten, der gesagt hat, er sitzt 40 Stunden in der Woche und spielt irgendwelche Spiele. Also dieses Triggern über Spiele, diese Belohnung, die es auch schon über Spiele gibt, diese Spannung, die das schafft. Ja, die Spielehersteller, die wissen auch genau, da ist ein Großteil ADSler dabei, die in der Spannung zu halten. Und das führt natürlich dann auch zu beruflichen und partnerschaftlichen Problemen, das ist ja klar. Ja, Essstörung. Das sehen wir jetzt, je länger wir über ADS forschen, dann auch im Erwachsenenalter, desto mehr Auswirkungen sehen wir eigentlich auch in weiteren Bereichen. Ganz ausgeprägt Bulimie, Binge-Eating. Binge-Eating ist diese Essanfälle, ja, aus Spannung, aus Frust heraus zu essen. Ja, viele ADSler haben eben Übergewicht, weil sie sich mit Essen regulieren, weil sie mit ihrer Unzufriedenheit damit regulieren. Und das ist wirklich sehr spannend. Jetzt sehe ich oft, wenn wir ADSler behandeln, dass sie auch mit ihrem Gewicht wieder deutlich besser klarkommen oder dass sie auch nicht mehr dauernd essen müssen oder auch erbrechen müssen. Also das ist tatsächlich, eigentlich müsste jede Klinik für Essstörungen auf ADS screenen, 30 bis 50% der Menschen, die in Kliniken für Essstörungen sind, haben ein ADS und das muss mitbehandelt werden. Ja? Nutzt nicht einfach nur die Essstörung zu behandeln, sondern es muss einfach auch das immer wieder abgefragt und dann auch berücksichtigt werden. Sucht, ganz großes Thema bei ADS. Ja? Jede Suchtklinik müsste auf ADS screenen. Ja? 60% aller Patienten in Suchtkliniken haben ADS. Warum? Das Interessante ist, dass ADSler sehr früh ja auch sehen, ich habe ein Problem. Zum Beispiel die Hyperaktiven, ich habe ein Problem, zur Ruhe zu kommen. Ja, ich habe ein Problem, aufmerksam zu sein. Und sie kommen sehr früh, viel früher als andere drauf, wenn ich bestimmte Suchtmittel konsumiere, dann geht das besser. Das ist ganz, also wir haben sehr viel THC, also Cannabisgebrauch mit THC runterkommen. Mit Nikotin. Nikotin, früher anfangen. Hoher Nikotinkonsum. Was macht Nikotin? Der reguliert den Dopaminrezeptor hoch. Nikotin funktioniert gut. Rauchen funktioniert richtig gut bei ADS. Ist nur einfach keine empfehlenswerte Therapie. Ja? Die Raucher sagen, okay, man muss immer fragen, warum rauchen sie? Oder warum brauchen sie THC? Und dann kriegt man das raus. Sie versuchen damit ihre ADS-Symptome in den Griff zu bekommen. Funktioniert auch eine Zeit ganz gut, ist nur auf die Dauer keine gute Lösung. Also rauchen. Sie rauchen tagsüber, um aktiv zu sein, um aufmerksam zu sein. Sie trinken abends Alkohol oder THC, um runterzukommen. Kokain, interessant, macht auch bei ADSlern paradoxe Reaktionen. Klar und wach. Wenn man bei Kokain frage ich immer, was machen Sie, wenn Sie Kokain nehmen? Und wenn mir jemand sagt, dann schreibe ich meine Schriftsätze, ja, und dann kann ich gut arbeiten, dann ist das ein ADSler, der hat eine paradoxe Reaktion und dem wird damit das Dopamin hochreguliert und der ist ein unerkannter ADSler. Und wenn mir jemand sagt, damit mache ich Partys und das ist super mit dem Sex, dann hat der kein ADS-Problem, sondern dann hat er tatsächlich dann nimmt er das, um rauschhafte Zustände zu erleben. Das muss man wirklich differenzieren. Da tun wir so oft den Süchtigen Unrecht, die suchen eigentlich verzweifelt die ADSler nach einer Verbesserung ihrer Kernsymptomatik. Risikoverhalten, das haben vor allen Dingen die
Hyperaktiven, die brauchen immer den Kick und sagen, boah, wenn ich so richtig den Kick habe und so richtig was Gefährliches mache, dann werde ich so ruhig und entspannt. Das ist wieder die Geschichte mit dem Adrenalin, dass das Adrenalin ganz anders als bei, sag mal, Normalos, ja, zu einer Entspannung und fast manchmal zu einer Euphorie führt, weil sie dann endlich mal in Ruhe was machen können. Die ADSler, und das wissen viele gar nicht, sind hohe Unfallverursacher. Auch die Unaufmerksamen, weil sie so verpeilt und verstrahlt unaufmerksam Auto fahren. Ja, 60% aller Autounfälle werden von ADSlern verursacht. Wir haben gehört, es sind nur 3 bis 5%. Also dann kann man sehen, wie hoch tatsächlich, wie viel höher das Risiko bei ADSlern ist. Und das muss man auch unbedingt berücksichtigen, weil das natürlich eine große Relevanz hat. Ja, sowohl ja nicht nur für die ADS selbst, sondern natürlich auch für die anderen Verkehrsbeteiligten. Das ist eine spannende Studie, nur einfach mal die behandelten ADSler, ja, mit Medikation behandeln, da kommen wir nachher dazu, haben wieder das Risiko der Normalbevölkerung. Ja? Wenn man das Dopamin erhöht, können sich konzentrieren und sie fahren dann auch anständig Auto und müssen nicht ständig Geschwindigkeiten übertreten. Das machen vor allen Dingen die impulsiven ADSler. Ja, und was wirklich dann im weiteren Verlauf, wir gucken uns das ja jetzt mal im ganzen Lebenslauf an, die ADSler sind sehr früh erschöpft, haben sehr früh einen Burnout. Und da wird viel zu wenig geguckt bei uns in Deutschland, diese Diagnose Burnout. Sagt man, der ist ja so erschöpft, naja, der hat halt eine Depression. Und keiner guckt eigentlich so richtig hin, warum ist denn der erschöpft? Also wenn jemand alleinstehend ist, einen Halbtagsjob hat und sagt, ich habe einen Burnout, muss man eigentlich dringend gucken, was strengt denn den eigentlich so an, dass er mit dem Halbtagsjob einen Burnout kriegt. Und das muss man ernst nehmen. Und da sind wir nämlich dann auch schon ganz oft bei ADS. Ich sage immer, ADSler haben Stress und machen Stress. Dieses sich zusammennehmen, was ist der Stress von ADSlern? Also einmal haben wir gesagt, wenn sie motorisch unruhig sind, dass das niemand merkt. Aber auch wenn man sich nicht konzentrieren kann, ständig reizoffen ist, muss man halt auch ständig sich zusammenreißen, um sich zu konzentrieren. Ist wahnsinnig anstrengend. Man muss ständig sich zusammennehmen, dass man nicht irgendwie mit seinen Gefühlen wieder, dass die Gefühle wieder machen, was sie wollen. Man kann Sachen nicht rechtzeitig anfangen. Ja, und erledigen, man ist vergesslich und kriegt sein Chaos nicht in den Griff. Und das ist alles auf die Dauer wahnsinnig anstrengend. Nur keiner merkt's. Und man merkt selber ja auch nicht, weil es schon immer so war. Ja? Also das muss man einfach wirklich immer wieder genau gucken, was erschöpft Patienten, warum sind die so früh ausgebrannt? Ja? Und viele dieser erschöpften Patienten in den 30ern, 40ern haben ein ADS und denen kann man sehr helfen, wenn man sie behandelt. Partnerschaftsprobleme, klar, sie lieben und sie schlugen sich, das ist vor allen Dingen bei hyperaktiven ADS-Lern, ja, das sehen sie immer bei diesen Schauspielerehen, ja, die sagen, oh, die allergrößte Liebe und dann werden sie schnell impulsiv. Das ist natürlich bei den Unaufmerksamen nicht der Fall, so die Impulsivität, aber oft ist es interessant, die ADSler ziehen sich gegenseitig an, es ist ja so eine Wesensverwandtschaft, niemand versteht einen besser als ein anderer ADSler, weil man tickt so ähnlich, aber auch niemand regt einen schneller auf. Ja, also es sind instabile Beziehungen. Sie können sich vorstellen, wenn zwei ADSler zusammenkommen, nur zweimal Chaos, zweimal Antriebsstörung, zweimal Vergesslichkeit, zweimal extreme Empfindlichkeit, Mimose mit einer Holzkeule, ziemlich ständig das Gefühl, der andere hat mir irgendwie wieder was ganz Schlimmes gesagt, ständig in so einer emotionalen Übersteuerung. Das ist natürlich eine echte Herausforderung für eine Partnerschaft. Ich habe etliche ADS-Patienten auch damit herausgefunden, dass ich mir angehört habe, dass die Partner in eine Behandlung kamen und die dann einfach gesagt haben, sie können nicht mehr. Und man muss auch sehen, auch die Partner werden sehr in Mitleidenschaft gezogen, weil sie das ja auch irgendwo alles handeln müssen. Und also das ist für beide, ich sage immer, ADSler haben schwer, Angehörige auch. Ja, es gibt einfach häufige Auseinandersetzungen. Die Trennungsquote ist deutlich erhöht, viermal häufiger als in der Normalbevölkerung. Ja, es ist oft, gerade wenn man impulsiv ist, unberechenbar. Man weiß nicht als Partner, was passiert als nächstes. Man kämpft ständig gegen das Chaos. Es gibt einfach viel mehr Krisen und Spannungen und viel mehr Diskussionen und eben auch dieses Nicht-Lernen aus dem, was passiert ist. Das ist einfach auch sehr anstrengend.
Ja, jetzt habe ich schon gesagt, das ist eine genetische, die Ätiologie, also die Krankheitsentstehung ist vorwiegend genetisch. Das heißt, wir finden meistens mehrere ADS-Betroffene in der Familie. Das ist auch immer spannend und auch jetzt noch drauf. Ich habe viele kommen, weil ihre Kinder diagnostiziert worden sind und die dann sagen, ich habe das jetzt gelesen, aber eigentlich habe ich das auch. Ja, das ist so und das macht es natürlich auch nicht einfacher, weil man sich dann so gegenseitig traumatisiert, provoziert. Das sind oft auch, ich habe manchmal Familien, da sind alle betroffen. Ja? Und das ist sehr schwierig, damit umzugehen. Es ist halt mehr Sucht zu Hause in solchen Familien. Es ist oft auch mehr Gewalt zu Hause, wenn die Impulsivität vorherrscht. Es ist aber auch dieses Chaos, diese Desorganisation, dieses Nicht-so-Erreichen von Schulabschlüssen. Wir haben das einfach auch ganz häufig in sozial schwachen Familien, weil die einfach nicht, die kommen nicht vorwärts, die können keinen Job halten, die sind häufiger arbeitslos. Ja, das ist einfach, das ist ein Risikofaktor eben für ganz viele Bereiche, wo man scheitern kann, leider. Und wenn man so eine ganze Familie hat, das ist eine wirklich therapeutische Herausforderung. Man muss dann alle behandeln. Und das ist ganz wichtig, dass wenn die Kinder ADS haben und die Eltern auch, müssen die Eltern dringend mitbehandelt werden, weil die müssen das Ganze ja managen. Und wenn man selber chaotisch und impulsiv und ständige Stimmungsschwankungen hat und das Leben nicht auf die Reihe kriegt, dann kann man natürlich auch ein ADS-Kind nicht mit Struktur und Klarheit erziehen, was sie eigentlich dringend brauchen. So, also einfach nochmal zusammenfassend, ADS beeinflusst alle Lebensbereiche. Ja? Partnerschaft, Sexualität, Freundschaften, Beruf, Arbeitsverhalten, auch die körperliche Gesundheit, sage ich gleich noch was dazu. Ja? Einkommen, finanzielle Situation und natürlich auch Kindererziehung. Ja? Weil was ADSlern in der Erziehung besonders schwer fällt, ist Konsequenz und Klarheit. Und warum erkennen wir das jetzt nicht so im Erwachsenenalter, dass wir als Erwachsenenpsychiater, wir hören uns immer an, mit was kommen die Patienten eigentlich, was haben die für Symptome? Und dann stellen Sie sich das vor, das ist so ein Eisberg. Und dieser Strich ist die Wasseroberfläche. Ja? Das heißt, die Patienten berichten, die haben Arbeitsstörung, Depression, Angst, Sucht, Arbeitslosigkeit. Oft auch Zwänge, oft überkompensiert. Ich muss mich ganz stark zusammenreißen. Also die Zwangssymptomatik ist auch doppelt so häufig. Da findet man immer Perfektion und Chaos direkt nebeneinander. Das ist eine spezielle Kombination, Beziehungsstörung. Und der normale Psychiater gibt sich damit zufrieden, sagt, okay, wir behandeln die Angst, wir behandeln die Depression, wir behandeln den Zwang. Und sie fragen eben nicht, ja, kann es auch ein ADS sein? Und für ADS muss man besondere Fragen stellen. Ne? Haben Sie in Ihrer Kindheit Konzentration und Aufmerksamkeitsstörungen gehabt? Sind Sie unter Ihren Möglichkeiten geblieben? Ja? Können Sie Sachen nicht anfangen und zu Ende machen? Ja? Sind Sie ganz schnell reizoffen und abgelenkt? Ja? Also Großraumbüro zum Beispiel für ADSler die Hölle, ja? Weil Sie alles auf den Schirm kriegen. Jeder, der vorbeigeht und sich einen Kaffee holt, jeder, der mit Stöckelschuhen läuft, jeder, der telefoniert, das können Sie nicht wegblenden. Das heißt, Sie sind mit Ihrer Arbeitsleistung im Großraumbüro extrem gestresst und extrem unter Ihren Möglichkeiten. Also das heißt, wenn das ADS liegt da unten drunter und das kriegt man nur raus, wenn man das im ganzen Lebenslauf abbilden kann und auch wirklich die richtigen Fragen zu ADS stellt und wenn man sich eben nicht damit zufrieden gibt, ob das es eben eine Angst und Depression ist. Ich sage jetzt nicht, jeder, der Depressionen hat, hat ADS und jeder, der Angst hat, aber ein Teil davon hat es und das muss man erkennen. Die Schweden haben so tolle Register, die können das immer beim 5,5 Millionen Menschen, weil die das einfach immer genau aufdröseln, wer da was hat. Das sind immer ganz tolle Daten. Sie sehen diesen, nur einfach kurz, Sie müssen jetzt nicht mehr so viel beschäftigen, SOD ist Suchterkrankung. Diese dicken Balken sind immer das, was ADS ist, Männer und Frauen. Das ist die Normalbevölkerung, die Kleinen, ja, also. Ganz ausgeprägt die Suchterkrankung stärker, ganz ausgeprägt die Depression stärker, bipolar, manisch-depressiv stärker, Angst stärker, Typ-2-Diabetes auch stärker, ja, und Bluthochdruck, das heißt im Verlauf des Lebens, ist ja klar, das ist eine ständige Stresssituation, kommen eben auch sogar noch körperliche Folgeerkrankungen dazu.
Also das sind auch dann zunehmend die Allgemeinmediziner gefragt, die auch mal dran denken müssen. Wenn ein Patient sich zum Beispiel dauernd aufregt, hat er ständig natürlich auch eine Blutdruckerhöhung. Also auch da müssen wir gucken, je älter die ADS-Patienten werden, desto mehr Erkrankungen kriegen sie leider auch, weil sie so viel Stress haben. Das ist auch nochmal eine neue Studie, die zeigt hier mit 13 bis 17 haben die so viel, innerhalb von 10 Jahren verdreifacht sich die Angststörung, versechsfacht sich die Depression, der Substanzmittelgebrauch. Weiter. Ja, auch hier, das ist immer, wie häufiger ist es, die Essstörung ist dreimal häufiger, die Depression neunmal häufiger, Angststörung neunmal häufiger. Also das sind wirklich wichtige Zahlen. ADS ist ein Risikofaktor für die Entwicklung aller weiter seelischen Erkrankungen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir ADS früh erkennen, dass wir das in der Kindheit erkennen, dass wir das den Kindern erklären können, dass wir sie richtig behandeln, dass sie eine gute Unterstützung kriegen, weil dann haben die gar nicht mehr so eine negative Entwicklung. Ja, also es ist so ein Stück so meine, ja, ich glaube, ich mache das mit diesem Einsatz, weil das hat so meine drei Kinder gerettet, dass wir es so früh erkannt haben und die haben einen ganz guten Verlauf genommen. Die wissen, sie haben ADS, sie brauchen diese Behandlung, sie müssen auf die und die Sachen achten und die stehen heute gut im Leben und haben eigentlich damit kein Problem mehr. Ja, aber die sind auch damit aufgewachsen, die hatten eine Erklärung für ihre Vergesslichkeit, die hatten eine Erklärung, warum sie wieder nicht aufpassen konnten und warum die Note nicht so gut war. Und das ist schon auch toll zu sehen, wie gut man das, was man auch wirklich an Hilfestellung geben kann. Was wichtig ist, ist noch der Satz hier unten. ADSler haben ein schlechtes Krankheitsmanagement. Sie können sich das vorstellen, wenn sie eh schlecht organisiert sind. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie bekommen Diabetes, ja? Wo Sie ganz genau regulieren müssen, welche Nahrungszufuhr habe ich, wie viel Insulin muss ich spritzen. Das kriegen die überhaupt nicht hin, ja? Das heißt, wenn eine schwierige Erkrankung dazu kommt, läuft die natürlich bei ADS noch viel schlechter, ja? Weil sie die gar nicht managen können. Das übersieht man auch, dass ja, was auch das Leben für Anforderungen stellt. Und in allen Bereichen ist das halt bei ADSlern schwieriger. Heißt Begleiterkrankungen. Ja? Also 60% aller ADSler entwickeln im Laufe des Lebens Depressionen. Das ist wirklich eine hohe Zahl. 30% Angststörungen, Sucht als Selbstbehandlungsversuch. Zwänge habe ich Ihnen auch schon gesagt, Persönlichkeitsstörung, Borderline-Störung. Oft sind sie als Borderliner diagnostiziert, aber meistens ist es dann doch ein ADS auf Borderline-Niveau. Das muss man sehr, da muss man wirklich einen Fachmann haben, um das genau zu differenzieren. Gibt es hohe Überschneidungen und da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, inwieweit Borderline und ADS nicht völlig ineinander fließen. Wichtig ist diese Zahl: Über 80% zeigen mindestens eine weitere Begleiterkrankung. Ja, und über 30% haben zwei weitere Begleiterkrankungen im Laufe des Lebens. Wir sehen fast im Erwachsenenalter keinen Patienten mehr, der nur ADS hat, sondern die haben alle eben noch zusätzliche Erkrankungen. Und das ist einfach oft auch nicht so bekannt. Viele ADSler haben Schlafstörungen, Einschlafstörungen, auch oft schon im Kindesalter sehr deutlich, Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen, Tagesschläfrigkeit, ja. Und auch das sind wieder Risikofaktoren für Depressionen und Angstzustände. Wenn man schlecht schlafen kann, hat man eben auch noch, impliziert das eben auch noch weitere Probleme. Essstörung habe ich schon gesagt, unruhige Füße, dieses Restless-Legs-Syndrom ist bei ADS häufiger, Schlafapnoe, aber auch diese ganzen Muskelverspannungen, man muss dieses Zusammenreißen, können Sie sich gut vorstellen, wenn man sich immer zusammennehmen muss, dann kriegt man irgendwie totale Verspannungen, dann kriegt man Schulter-Nackenschmerzen, dann kriegt man Rückenprobleme. Hypomyalgie ist häufiger bei ADS, Schilddrüsenfunktionsstörungen, wissen wir nicht warum, also diese Hashimoto-Thyreoiditis ist häufiger. Da brauchen wir dringend weitere Forschung. Das ist ein bisschen erschütternd, dass Barclay ist einer der ganz großen ADS-Forscher aus Amerika. Der hat errechnet, ein unbehandeltes ADS macht 12,7 Jahre weniger Lebenserwartung. Und zwar, weil mehr Unfälle, haben wir schon gesagt, mehr durch Suchterkrankung, durch Depression, auch mehr Suizide, durch Übergewicht impliziert, oder daraus entwickelt sich auch Diabetes.
wenig Bewegung. Die ADSler haben oft auch eine schlechte Lebensführung. Sie rauchen zu viel, sie trinken zu viel, sie bewegen sich zu wenig, sie essen zu viel. Also 12,7 Jahre weniger Lebenserwartung ist schon so wie eine Tumorerkrankung. Ja? Und das haben wir überhaupt nicht auf dem Schirm, was da alles so dran hängt. Ja? Und ich glaube, da müssen wir einfach ganz, ganz dringend weitere Forschung machen und vor allen Dingen auch viel mehr Aufklärung und viel mehr Bewusstsein dafür schaffen. Therapie. Das ist natürlich ganz wichtig. Was machen wir denn jetzt? Wichtig, weil beziehungsweise erstmal vielleicht, wie diagnostiziert man es? Ich gebe das jetzt hier mal in den Leitlinien wieder, die wir in Deutschland haben, hinter denen, also denke, die kann man auch ganz gut übernehmen. Wichtig ist immer, man muss es im Laufe des Lebens darstellen. Es gibt ADS-Tests, davon ist aber kein Test beweisend. Ja? Aber es gibt einfach Hinweise darauf. Ja? Und man muss einfach gucken, aktuell, wie kommen die in ihrem Leben zurecht und dann einfach einen aktuellen Befund machen. Das Problem ist halt immer auch als Arzt oder Psychologe, wenn man das ADS nicht kennt, dann stopft man es eben in eine andere Schublade, wo man denkt, da passt doch ungefähr rein. Ja? Ich mache ganz oft die Erfahrung, wenn man Kollegen, wenn man Fortbildung macht, dann sagen die, ja, stimmt, die habe ich alle in der Praxis. Ich glaube, wir müssen es einfach so sehen, wir erkennen nur die Dinge, die wir zuordnen können. Und deswegen ist einfach das Allerwichtigste, auch viel Aufklärung zu machen. Und das ist aber auch das, was für Patienten so wichtig ist, wenn man ihnen erklärt, sie haben ADS und was das ist. Das führt erstmal zu einer ganz großen Entlastung. Ja? Nämlich, ich bin nicht schuld, ich bin nicht eine faule Socke, ich habe nicht keinen Bock, sondern ich habe einen Dopaminmangel, das ist erblich, daraus sind eine Menge Probleme entstanden. Ich sage immer, Sie haben trotz Handicap nie aufgegeben und haben weitergemacht und erkennen Sie das mal an. Es ist oft ganz schwierig, gerade wenn die Patienten älter sind, so 50 und eigentlich eine gute Intelligenz und keine guten Berufsausbildung haben und alles ist schiefgelaufen, dann gibt es oft eine enorme Trauer so darum, warum erst jetzt? Warum habe ich das nicht, warum ist das nicht vorher erkannt worden? Das muss man dann schon auch psychotherapeutisch abfangen. Deswegen umso wichtiger, ganz früh damit anfangen, ganz früh gucken in den Schulen, ja, ganz früh die Lehrer schulen, die Erzieher schulen, dass das auffällt und dass das auch wirklich dann in fachliche Behandlung kommt. Wichtig sind Selbsthilfegruppen, bin ein ganz großer Verfechter davon, miteinander darüber reden, gemeinsam sich regelmäßig treffen und sich austauschen darüber. Was für ADS wichtig ist, ist Coaching. Also so, wie reguliere ich mich selbst, wie räume ich auf, wie kriege ich eine bessere Selbstorganisation hin. Psychotherapie, sage ich gleich noch was zu, und medikamentöse Behandlung. Bei uns ist das jetzt in den Leitlinien so und dahinter stehe ich auch mit meinen 20 Jahren Erfahrung als allererstes medikamentöse Behandlung, nämlich diese Hochregulierung von Dopamin. Das bedeutet, da gibt es nur zwei Medikamente, die bei uns zugelassen sind, First-Line-Medikamente. Das ist das bekannte Ritalin, was auch in der Schweiz erfunden wurde von der Firma Novartis. Das ist das Methylphenidat und das Amphetamin, das Dexamphetamin. Was diese Medikamente machen, ist, die regulieren das Dopamin hoch. Und was man dann bekommt als ADSler sind Reizfilter. Man kann sich besser abschirmen, man kann bei der Sache bleiben. Sag mal, macht einen klaren Kopf. Und es macht so eine Art Schutzschicht um einen herum. Es macht auch ein dickeres Fell, dass man nicht ständig emotional ausgelenkt und irritiert wird, sondern dass man einfach so gelassener wird. Klarer Kopf, dickeres Fell, dass man bei der Sache bleiben kann und dass man in die Gänge kommt. Und das ist auch für die Patienten völlig. Wow, sagen, das kann doch gar nicht sein, das kann ich jetzt auf einmal. Ja? Aber auch gerade gestern eine Jurastudentin gehabt, die so gerade, die wollte Jura aufhören, weil sie sagte, ich bin so blöd, ich schaffe das nicht. War sehr intelligent, wir haben die getestet, die hat ein IQ von 125, das ist wirklich eine sehr, sehr hohe Intelligenz. Wir haben jetzt dann endlich eingestellt und sie sagte, wow, ich kann das auf einmal, ich verstehe das, ich behalte das. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dazu in der Lage bin, ja, so klar zu denken und das zu verstehen. Und die war wirklich völlig gesagt, boah, das ist ja ein ganz anderes Leben. Das können Sie sich so vorstellen wie eine chemische Brille. Wenn Sie immer schlecht sehen und Sie sind im Nebel und Sie ziehen eine Brille an, dann sagen Sie, wow. Und so ist das etwa, wenn Sie dieses Dopamin hochregulieren, dass Patienten einfach sagen, boah, jetzt habe ich nie so Gedankenlärm im Kopf. Ein Patient hat mir mal gesagt, das ist wie,
Wenn vier Radiosender laufen, alle gleich laut und sie wissen nicht, wem sie zuhören sollen, dann werden sie wahnsinnig. Gedankenlärm, Gedankennebel. Ja? Und wenn ich Medikamente nehme, dann ist das so, da läuft ein Radiosender und dem kann ich gut zuhören. Fand ich so ein schönes Bild dazu. Also ich mache das grundsätzlich auch so, wenn das ADS gesichert ist, das muss man wirklich gut untersuchen, aber dann erstmal medikamentöse Einstellung. Und viele Patienten sind damit wirklich sehr, sehr gut behandelt und brauchen dann gar nichts weiteres. Wenn das nicht ausreicht, muss man natürlich über eben Coaching und so weiter nachdenken und noch gucken, was man da an zusätzlichen Unterstützung geben kann. Wichtig ist Sport. Das wird immer unterschätzt. Jäger gehen. Jäger sind 15 Kilometer gelaufen, früher 20. Ja. Bewegung ist, muss jeder ADSler, die unaufmerksam, für die ist es wichtig, in die Gänge zu kommen, die Hyperaktiven, für die ist es wichtig, von der Spannung runterzukommen. Also Sport ist wirklich, darf man nicht unterschätzen, ein ganz wichtiger Faktor auch in der ADS-Therapie. Das ist mir immer wichtig, das Potenzial fördern, die Besonderheiten, die Ressourcen von ADS stärken erkennen. Für mich ist immer ADS erstmal eine besondere Art zu sein und ohne Wertung. Man muss lernen, achtsamer zu sein, mehr dran zu bleiben, auch mal selbstkritisch zu gucken, was kann ich nicht. Mein Steckenpferd ist immer, wie benutze ich mein ADS-Hirn richtig, wie meine sprunghaften Einfälle, wie kann ich die aufschreiben, wie kann ich die weiterverarbeiten. Selbstorganisation muss man trainieren, Selbstkontrolle, das kann man auch gut trainieren. Und was ADSler schon noch lernen müssen, ist Geduld, Toleranz und Gelassenheit. Ja. Psychotherapie. Ich sehe ganz viele Patienten, die haben 20 Jahre Psychotherapie. Das ist manchmal wirklich drei Psychotherapien, zwei Kliniken, 10 Antidepressiva. Ich sehe kaum unbehandelte Patienten. Ja, also in Deutschland ist das jetzt eben ganz lange so gemacht worden. Erst Psychotherapie und als allerletztes medikamentöse Behandlung. Wir haben einen Paradigmenwechsel bei dem ADS. Das ADS ist neurobiologisch. Das ist nicht entstanden durch eine schlechte Kindheit. Ja. Es hat sehr wohl von Anfang an möglicherweise schon Probleme mit dem ADS gegeben, aber es ist nicht die Entstehungsgeschichte. Man braucht eine medikamentöse Behandlung in den meisten Fällen, wenn es deutlich ist. Ja. Und es nutzt nichts, die ganze Kindheit aufzuarbeiten. Das heißt, in Deutschland ist es so, Psychoanalyse und tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie ist keine empfohlene, hat keine Evidenz, ist nicht empfohlen für die Therapie, aber die Verhaltenstherapie eben im Sinne von, wie kann ich mich jetzt in meiner Situation selber besser steuern? Also das heißt, es ist ein Fehler für meine Begriffe, erstmal Psychotherapie zu machen und als letztes Medikation zu machen, sondern erst Medikation und dann gucken, was braucht der Patient. Es ist vielleicht so ähnlich wie mit der Brille. Sie wollen auch nicht, wenn Sie spielsüchtig sind, erstmal eine Sehschule machen und sehen dann 10% besser und dann gibt es eine Brille, sondern Sie sagen erst die Brille her. Und viele sagen, mit der Brille bin ich total zufrieden, mehr brauche ich nicht. Ja? Ich glaube, da müssen wir uns einfach auch ein Stück bewegen. Wir haben so über viele Jahre gelernt, alles kann man mit Psychotherapie regeln, aber das stimmt leider so nicht. Ich bin selber Fachärztin für Psychotherapie, ich darf das sagen. Ja? Also in meiner langen Erfahrung kann ich das nur bestätigen, dass eine medikamentöse Behandlung wirklich wichtig ist. Komplementärmaßnahmen sind natürlich oft auch großer Bedeutung. Oft muss man umschulen. Also ADSler müssen auch den richtigen Platz für sich finden, ja? Und da ist nicht im Controlling, wo man genau arbeiten muss, wo es langweilige Tätigkeiten gibt, sondern das muss man auch bei den jungen Menschen sie gut beraten. Die brauchen Abwechslung, die brauchen Bewegung, da muss was spannend sein, das muss sie wirklich interessieren, sonst funktioniert das gar nicht. Es muss oft eine Paarberatung, eher Therapie, weil es eben so viele Konflikte gibt. Oft braucht man noch, wenn Familie betroffen ist, Erziehungsbeihilfe, Jugendamt, Elterntraining, Anti-Aggressionstraining, Schuldnerberatung. Also Sie sehen, je nachdem, in wie vielen Bereichen das dann eben schwierig wird, dass man einfach doch noch eine ganze Menge an komplementären Hilfestellungen dazugeben muss. Warum werden Erwachsene nicht behandelt? Immer spannendes Thema in Deutschland. Psychiater wissen zu wenig davon. In Deutschland wird das auf Betäubungsmittelrezept verordnet. Diese beiden Substanzen, die First-Line-Medikamente sind, die hat kein Psychiater in Deutschland, weil es nur für ADS Betäubungsmittel gibt. Ich glaube, in der Schweiz ist das auch so. Durch das halt auch viele Patienten noch THC oder
Alkohol konsumieren, haben dann auch viele Kollegen Angst zu sagen, nee, da gebe ich jetzt nicht ein Betäubungsmittelrezept. Wobei es ganz deutlich ist, das möchte ich noch zu der Medikation sagen, die ADSler haben keine Suchtgefahr bei der Medikation, weil die werden darauf klar wach und besonnen und das hat keinen Abhängigkeitseffekt. In Deutschland steht das unter Betäubungsmittelrezept, weil Menschen, die keine ADS haben, ja, und bei Amphetamin, Methylphenidat eher euphorisch und antriebsgesteigert werden können und für die hat es ein Abhängigkeitsrisiko. Und deswegen steht es auch unter Facharztvorbehalt. In Deutschland darf nur der Psychiater diagnostizieren und einstellen, damit eben nicht der Hausarzt dem Studenten, der keinen Bock hat zu lernen, diese Substanzen aufschreibt. Und das wäre auch tatsächlich ein Unsinn. Ja, die meisten Psychiater, das ist halt aufwendig auch mit der Diagnostik. ADS-Patienten muss man auch wirklich gut betreuen. Das bildet sich in Deutschland in der Gebührenordnung nicht gut ab. Das heißt, die meisten Kollegen haben bei uns viel zu tun und wollen sich gar nicht so schwierige Patienten, die so viel auch eine Unterstützung brauchen, dann noch zusätzlich antun. Das ist sehr schade, weil viele dieser Patienten, dieser chronischen Depressionen oder Suchtpatienten oder essgestörten Patienten, könnte man viel, viel besser helfen, wenn man das ADS, was sie haben, mitbehandelt und dann würden eben auch die Begleiterkrankungen deutlich besser. Ursache habe ich schon gesagt, nur noch mal ganz kurz. Wir können das sehr gut an den Zwillingsuntersuchungen sehen. Eineiige Zwillinge haben es zu 80%, zweieiige, die ein unterschiedliches Erbgut haben, so zu 28%. Das ist immer so eine sehr schlagende Begründung für die hohe Erblichkeit. Natürlich ist es so, dass ein gut strukturiertes Elternhaus, was sehr fördert und was viel Unterstützung hat, da läuft das ADS besser, als wenn der Vater Alkoholiker ist, die Mutter auch ein ADS hat und die in einer Zwei-Zimmer-Wohnung wohnen. Ja? ADS auf dem Land läuft besser, weil weniger Reize, ja, die Stadt selber als Reizüberflutung für ADS auch ein großes Thema ist. Es gibt eine Menge Forschung dazu, damit will ich Sie jetzt gar nicht behelligen, was mit Dopamintransportergenen und so weiter. Ich wollte es jetzt einfach nur mal zeigen. Es gibt sehr gute Forschung zu ADS. Es gibt auch alle 2 Jahre einen Weltkongress für ADS. Es wird halt einfach nur nicht runtergebrochen in der Behandlung der Niedergelassenen, dass man das einfach dort auch implementiert. So, das ist eines meiner Lieblingsthemen bei ADS. Also am Schluss, das finde ich wichtig, dass das hängen bleibt, die positiven Seiten bei ADS. Die ADSler haben auch ganz, ganz viele gute Eigenschaften, wo sie besondere Fähigkeiten haben: Kreativität, Originalität, Spontanität. Niemand kann schneller was erfassen, niemand kann verrücktere Sachen machen, niemand kann querer denken oder fantasievoller, können sehr mutig sein, sehr, sehr schnell sich entscheiden, haben einen hohen Gerechtigkeitssinn, eine gute Beobachtungsgabe, sind oft so unsere Querdenker, Erfinder und Revoluzer. Sehr begeisterungsfähig. Ich sage immer, jede Firma braucht ADSler, nur nicht zu viele, weil bei zu vielen wird es chaotisch. Aber ich glaube wirklich so, dass ADSler auch in dieser besonderen Art zu sein so ganz, ganz wichtigen Stellenwert haben. Ja? Und die Menschheit hätte sich nicht entwickelt, wenn wir alle geklonte Zombies wären, sondern gerade in unserer Vielfalt, Neurodiversität, wie man das heute sagt, ja, ist das einfach auch wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass diese positiven Seiten ja auch etwas ganz Gutes haben. Und darin muss man auch wieder ADSler bestärken, darauf zurückzugreifen und sagen, gucken Sie mal, das hat sie ja auch oft getragen. Niemand kann schneller wie Phönix aus der Asche aussteigen. Niemand kann immer wieder neu anfangen. Ich sage oft, sie sind Stehaufmännchen, die es immer wieder probieren. Ja? Und wenn man es behandelt, können sie einfach noch viel besser diese Fähigkeiten heben. Das ist eine Karte, die ich mit ADS Deutschland zusammen gemacht habe. Die kriegt jeder von mir. Da sind nochmal alle positiven Seiten der ADSler und das bunte Zebra drauf. Wir sind anders doch höchst sympathisch. Ja. Also da ermutige ich auch immer alle, das zu sehen. Und ich sage oft meinen Patienten, wenn sie dann so erstmal völlig erschlagen sind von der Diagnose, sie haben ein Handicap und sie sind bei den Olympischen Spielen gestartet. Normalerweise hätten sie ja bei den Paralympics starten müssen, aber trotz dem Handicap haben sie nie aufgegeben und da, wo sie stehen, haben sie dieses Handicap doch auch
ja, gut versucht, mit dem einen guten Platz zu finden. Und das tröstet sie oft ungemein zu sagen, stimmt, ja, wo man das einfach nochmal umrahmen kann, sagen, trotzdem Handicap habe ich das geschafft. Ja, vielleicht ein Examen nicht so gut, aber ich habe das mit dem Handicap geregelt und ich darf mich nicht vergleichen mit Menschen, die dieses Handicap nicht haben, nämlich diese Reizoffenheit, diese Zerstreutheit, diese Vergesslichkeit, diese emotionale Instabilität. Ja? Gut, ich. Zum Schluss, ich habe dann noch ein Buch drüber geschrieben, ADHS, erfolgreiche Strategien für Erwachsene, noch unter meinem alten Namen, in der Zwischenzeit nochmal geheiratet. Wer das nochmal nachlesen will, sind ganz viele Tipps, was man selber auch noch dazu tun kann, ist auch neu überarbeitet, nochmal mit dem ganzen Kapitel Medikation, was es eben an Möglichkeiten gibt. Es ist für Kinder und, also auch für Eltern und also einmal aus der Position der Eltern, aus der Position der Betroffenen, aber auch aus der Position, was man als Partner tun kann. Ich finde, wir dürfen das auch nicht vergessen, was es eben für eine Herausforderung für Angehörige hat. Und ich sage es jetzt nochmal so abschließend, ich finde, ADS ist das dankbarste Krankheitsbild in der Psychiatrie und Psychotherapie. Und ich möchte so alle dazu ermutigen, sich dem mehr zu stellen, weil man es einfach so gut behandeln kann. Und das ist auch den Mut, den ich allen machen möchte. Und je eher wir das erkennen und je besser, desto besser wird das verlaufen. Und das finde ich schön, auch heute für diese Veranstaltung. Ja, hoffe ich, dass ich da so ein paar Anstöße geben kann, da auch öfter daran zu denken. Also, ich übernehme hier mal. Vielen Dank, Frau Dr. Neu, für die spannenden Ausführungen. Die Zeit ist unglaublich schnell vergangen. Ich nehme an, das ging den Zuhörerinnen und Zuhörern auch so. Wir haben jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde Zeit. Es sind sehr, sehr viele Fragen eingekommen, wie Sie das schon vorhergesagt haben. Ich habe jetzt mal versucht, so ein paar rauszugreifen, wo ich das Gefühl habe, könnten für alle Zuhörerinnen und Zuhörer spannend sein. Und den Rest werden wir ja dann per Mail bearbeiten. Also ich steige mal ein. Es gab einige Fragen zum Thema, wie erkennt man denn jetzt diese Krankheit? Eine zum Beispiel ist, ab wann spricht man denn Sie von fehlt einem? noch Silber. Sie fehlt noch Schnickel Ja, gerade. Moment, ich schalte Sie gerade wieder auf laut. Ich tue schnell die Frage stellen, weil sonst gibt es eine Rückkopplung. Ab wann spricht man denn von einem Leiden an ADHS? Ich denke, dass Ablenkung, Entscheidungsschwierigkeiten und den inneren Schweinehund überwinden ja viele Leute kennen. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Das muss halt sich auch, wie gesagt, im ganzen Leben abbilden und es kommt auf die Auswirkungen an. Also grundsätzlich würde man gar nicht ADS behandeln, wenn der Betroffene damit gut zurechtkommt, wenn der trotzdem seine gute schulische Laufbahn gemäß seiner Intelligenz macht, wenn der ein Umfeld hat, wo die sagen, ja, passt schon und damit zurechtkommt. Das behandeln wir nicht, ja, sondern wir haben das ja von der Kernsymptomatik gehabt. Natürlich ist jeder mal aufmerksamkeitsgestört, aber wir gucken zum Beispiel im Kindesalter ja genau, was ist denn für ein Grund-IQ da? Was ist eigentlich das Potenzial von dem Kind, ja, wenn das ein IQ von 120 hat, ja, und aber überhaupt nicht in der Schule aufpassen kann, ständig abgelenkt ist, seine Hausaufgaben nicht machen kann, dann gehört das dringend behandelt. Ja, das muss eben nochmal getestet werden. Da gibt es eben auch Konzentrationstests und so weiter. Das ist ja komplex, was dann die Kollegen machen müssen. Aber wenn das Kind deutlich unter seinen Möglichkeiten bleibt, ja, und das ADS dem zugrunde liegt, gehört das behandelt. Sonst hat das eine Chronologie von Scheitern und Misserfolgen. Ja, also daran würde ich es festmachen. Wir haben oft diese hippeligen Kinder, die sehr lebhaft sind, die, sage ich, erstmal Sportverein schicken, jeden Tag raus. Und wenn die in der Schule mitkommen und die eine gute Position in ihrer Klasse haben, ja, dann muss man die ab und zu mal ein paar klare Takte sagen. Aber dann lassen wir das erstmal, ja. Es wird erst, zum Störungen in sozialen Beziehungen kommt, wenn es zu Störungen in dem Lernerfolg kommt und wenn es natürlich auch zu diesen affektiven Störungen kommt, dass sie ständig ausgelenkt sind oder ständig alles falsch in den Hals kriegen, dann sollte man das behandeln. Ja?
Also es muss dann auch wirklich etwas von Krankheitswert sein. Deswegen sage ich auch immer, das ist, ADS ist eine Spektrumerkrankung. Ja? Es gibt eben diese Normvarianten, die überhaupt nicht behandlungsbedürftig sind. Aber unbedingt, wenn das Kind anfängt zu leiden oder zum Außenseiter wird oder unter seinen Möglichkeiten bleibt, dann sollte man es behandeln. Und wie erkennt man es? Also wir sind jetzt ja bei dem unaufmerksamen Typ. Konzentrationsstörung, Ablenkbarkeit, Motivationsstörung, Vergesslichkeit, desorganisierte Verhaltensweisen, langsam, ja, da sollte man schon mal nachgucken. Ja? Und dass die Lehrer sagen, boah, der kann das eigentlich besser, aber manchmal ist er so abgeschaltet und manchmal ist er überhaupt nicht da im Unterricht. Ja? Also lieber das Nachprüfen ist ja jetzt überhaupt kein Schaden für Kinder. Die machen nur ein paar Tests, dann geht man ein paar Mal zum Kinder- und Jugendpsychiater. Das ist ja, da passiert ja nichts Schlimmes. Ja? Die muss man ja nicht irgendwie röntgen und ja, das ist ja, und das kann man ja auch einem Kind gut erklären, zu sagen, du, jetzt schau mal einfach mal, ob du ein Problem mit deiner Aufmerksamkeit hast. Ja, ich habe etliche Eltern, die sagen, boah, wir hätten uns 10 Jahre Stress erspart, wenn wir das mal früher gemacht hätten. Und dem Kind ja auch, ja, mit der ganzen Familie. Danke. Komme ich zur nächsten Frage. Hypoaktivität und Hypersensibilität, sind das verwandte Symptome oder sind das zwei unterschiedliche Symptome? Also, diese Hypersensitivität, das klingt irgendwie besser. Ich glaube, dass das eins ist. Ja? Also diese das gehört in den allermeisten Fällen, finden Sie nämlich noch die Konzentration und Aufmerksamkeitsstörung dabei. Dieses extrem sensible, dieses die Flöhe husten hören, dieses alles geht sofort unter die Haut, dieses ganz schnell gekränkt verletzt, ja, muss man immer an ADS und oder überhaupt grundsätzlich ans ADS denken. Aber wenn sie eben keine Impulsivität und keine motorische Unruhe ist, an das unaufmerksame ADS, dann würde ich immer abklären lassen. Also ein Kind zum Beispiel, was sagt man immer, die so nah ans Wasser gebaut haben, die ständig Angst haben, die wegen allem sofort anfangen zu weinen. Würde ich immer, wenn dann noch die Lehrerin sagt, ja, das ist mit der Aufmerksamkeit schlechter, mit den Hausaufgaben dauert zu lang, immer auf ADS abklären lassen. Ich habe eigentlich nie eine Hypersensitivität ohne ADS gesehen. Also zumindest Danke. nicht in einer deutlichen Form, ja. Gut, Dankeschön. Komme ich zur nächsten Frage. Hier geht es ein bisschen um das, was noch passieren kann. Eine Frage: Kann ADHS im späteren Leben auch zur Erschöpfung führen? Also das Ausgebranntsein, eventuell Burnout, Mühe, eine gute Work-Life-Balance zu erreichen? Oh, Moment, ich muss sie erst wieder auf laut stellen. Jetzt. Unbedingt. Also das habe ich ja auch versucht mit diesem einen Slide zu zeigen. Also eigentlich muss man bei jedem Patienten mit Burnout nachgucken. Warum ist der so erschöpft? Und was sehr deutlich ist, ist bei ADS, dass die Erschöpfung viel früher passiert, ja, weil einfach die Kompensationsstrategien, ja, vorher versagen. Stellen Sie sich vor, Sie müssen immer ohne Brille durch die Welt laufen, dann sind Sie auch viel angestrengter, weil Sie es immer kompensieren müssen, sich immer zusammenreißen müssen. Ja? Also gerade Erschöpfung und Burnout, ja, ist ein deutlicher, also sollte man nachschauen. Ich habe es auch oft dann so Anfang 50, dass die Patienten kommen und sagen, ich glaube, ich habe einen Alzheimer. Ich bin nur noch vergesslich, ich kann mich überhaupt nicht mehr regulieren und steuern. Und natürlich muss man dann auch einen Alzheimer abklären. Aber ich erlebe das dann öfter, dass die gehen dann in die Demenzsprechstunde in die Unikliniken und da finden sie nichts. Und die haben ein ADS und können es einfach nicht mehr selber regulieren. Und wenn sie die dann noch mit Anfang 50 einstellen, dann sind die oft wie Phönix aus der Asche und sagen, wow, ja, so viel kann ich selbst noch mit Anfang 50 oder sogar Ende 50. Ja, also das lohnt sich auch immer noch in der zweiten Lebenshälfte, das ADS zu diagnostizieren und zu behandeln. Danke. Eine weitere Frage: Wie kann digitale Demenz und ADHS unterschieden werden? Das ist der Herr Spitzer mit der digitalen Demenz. Also man muss ganz grundsätzlich gucken, die ADSler haben eine höhere Affinität zu Medien, weil es natürlich schon einfach ist und kickt. Ja?
Alleine nur, dass Kinder Medien konsumieren, ist es natürlich nicht. Es muss diese Konzentrationsstörung sein, die Motivationsstörung, diese desorganisierten Verhaltensweisen, ja. Und ich meine, dass mal Eltern gucken, dass sie dann auch nicht zuschauen, dass die Kinder dann nun vor der Glotze sitzen, sondern sich das wirklich mal angucken, einmal, warum machen die das und wie war bisher der ganze schulische Verlauf? Also das ist eben nicht nur ein Symptom, es ist nicht nur mal Konzentrationsstörung, ja, sondern dieses ganze Package muss irgendwie sich schon abbilden, ja. Aber wenn Kinder, aber eben ADSler haben ein höheres Risiko, 10-mal höheres Risiko für diese Medienabhängigkeit. Da gibt es jetzt ganz neue Studien zu. Das ist ziemlich erschütternd, ja. Aber weil natürlich eben dieser Kick auch dabei ist und diese Belohnung und weil, wenn man in der Schule nicht viel auf die Reihe kriegt, ist es natürlich einfacher, wenn man Spiele spielt und auch in einer ganz anderen Identität ist. Und da muss man sich nicht mehr mit seinem ständigen Versagen und seinen ständigen Alltagsproblemen auseinandersetzen. Ja, ich habe etliche Patienten, die nur noch Videogames machen. Ganz schlimm. Ja, aber es lohnt sich immer, das muss dann eigentlich auch ein Fachmann richtig abklären. Ja, das kann man so von außen, also zumindest sollte man dran denken. Und wenn eben auch schon, ich gucke mir immer gerne die Grundschulzeugnisse an, in Deutschland sind die oft sehr, sehr prägnant beschrieben. Ja, kann ich bei der Sache bleiben, ist ständig abgelenkt, hat seine Hausaufgaben ständig vergessen, dann unbedingt auch an ADS denken. Ja. Danke. Eine weitere Frage: Wie würden Sie den Unterschied zu ASS beschreiben? Also Autismus-Spektrum, früher, vom ICD-10 noch, dürfte man nur das eine oder das andere. Wir haben da auch hohe Überschneidungen. Etwa 7% der ADSler haben auch noch Autismus-Spektrum-Syndrome, während die Autisten 50% ADS haben, weil einfach Autismus viel seltener ist. Ja? Aber also das heißt, sie haben nicht oft, aber sie haben in bestimmten Prozentsatz beides. Aber die Autisten reagieren viel, also auf Veränderungen, ja, kriegen die ja unheimlich Stress und können das nicht ab, während die ADSler ja viel lieber mal hier Action und ja, es ist einfach auch oft so eine Störung der Empathie, nicht Störung, weil bei ASS ist eben eine Empathiestörung dabei. Wir haben oft eben oder fast immer Spezialinteressen schon in der Kindheit. Die sind auch nicht so, die ADSler brauchen ja oft so viel, also zumindest Hyperaktive brauchen Action und brauchen so Peer Group. Die ASS-Betroffenen, die sind ja lieber mit sich alleine und beschäftigen sich mit ihren Spezialinteressen. Ja? Also aber wie gesagt, es gibt 7 bis 10% Überschneidung. Ja? Und das müssen Spezialambulanzen dann rausfinden. Was ist wie viel? Das ist auch kein Widerspruch. Auch bei ASS behandelt man ja der Patienten auch das ADS, weil beim diagnostizierten Autismus hat man zu 50% eben die ADS-Symptomatik dabei. Da gibt es genetische Überschneidungen. Danke. Eine weitere Frage. Weiß man, welche Rolle die Epigenetik spielt? Also wir wissen nicht mehr so genau die Rolle, also die Genetik können wir sehr klar sagen, aber wir wissen auch noch nicht, welches Gen. Epigenetik würde ich jetzt erstmal sagen, nee, da haben wir sicherlich jetzt keine klaren Daten, aber man kann einfach sagen, die aktuelle Umwelt beeinflusst natürlich, wie das läuft. Ja? Also da gibt es eben die protektiven Faktoren und da gibt es das hatte ich ja auch schon gesagt, die weniger protektiven Faktoren. Je mehr Reizüberflutung, je weniger Struktur, ja, je mehr Medienkonsum, desto schlechter läuft das. Ja? Aber wir haben kein Modell für die Epigenetik im Moment. Danke. Dann eine andere Frage, wo von der Zuhörerin kam. Ich stelle mir vor, Kinder von ADHS-Elternteilen sind zwangsläufig einem schwierigen Vorbild ausgeliefert und werden es schwer haben, aus eigenem Antrieb Ordnung in ihr Leben zu bringen. Könnte ADHS nicht auch durch fehlende Vorbilder entstehen, anstelle der eigenen Diagnose? Also da haben wir ja immer auch diese Adoptionsstudien, ja, wie gesagt, die Zwillingsstudien. Die Zwillingsstudien sind ja immer so spannend, weil da sind die Kinder in der gleichen Umgebung, ja, sie wachsen ja genau gleich auf, gleiches Alter, gleich und so weiter, ja. Und eben die Eineigenzwillinge haben ja fast identisches Erbgut und die haben eben diese ganz hohe Überschneidung von über 80%.
Und in der gleichen Situation, die Zweieiigen, ja, haben das eben nicht. Und umgekehrt kennen wir das von den Adoptionsstudien. Und das sehe ich tatsächlich auch sehr oft. Es ist interessant, dass Adoptivkinder häufig ADS haben, weil die aus dysfunktionalen Familien kommen. Ja, das heißt, da hängt ja leider oft auch noch eine es kann ein Risiko für Frühschwangerschaften, Teenie-Schwangerschaften und so weiter, weil keine Verhütung, keine Vorplanung, dysfunktionales Elternhaus. Und die werden deutlich öfter zur Adoption freigegeben. Und dann erleben sie, dass eben die ADS-Kinder in gut strukturierte Familien adoptiert werden und trotzdem ganz ausgeprägt das ADS entwickeln. Ja? Also man kann dagegen wirken, ja, aber das ADS steht für sich selber. Ich habe es ja gerade auch versucht, so an meinen Kindern ihnen nochmal so zu erklären, die auch in der gleichen Umgebung aufgewachsen sind. Sie haben natürlich recht, es gibt Überlappung, wenn eine desorganisierte Mutter, die ständig Stimmungsschwankungen hat und ausflippt, ja, die ist natürlich kein gutes Vorbild für ihre Kinder. Aber die kann trotzdem ein Kind haben, das kein ADS hat. Ja, und sie kann trotzdem komplett ADS-Kinder haben. Ja. Also das ist eben doch im Gegensatz zu allen anderen, also Autismus und ADS sind die Erkrankungen mit der häufigsten Genetik in der Psychiatrie. Dankeschön. Eine weitere Frage zum Thema Therapiemöglichkeiten. Neurofeedback ist nicht aufgelistet. Ist das zu wenig erforscht oder eher für die Hyperaktiven? Und auch noch gerade eine Anschlussfrage von einer weiteren Person, ob Sie Erfahrungswerte haben über die Neurofeedback-Therapie und ADHS. Also das ist auch bei uns in den Leitlinien so als Kannbestimmung kann man machen. Die Studien im Erwachsenenbereich sind nicht eindeutig, dass die wirklich was bringen. Es hat keinen Evidenzgrad, wo man sagt, also das sollte man unbedingt machen. Es ist sehr beliebt in Deutschland, weil in Deutschland gibt es so einen großen Vorbehalt gegen medikamentöse Behandlung, vor allen Dingen gegen Stimulanzien, weil die als Betäubungsmittelrezept verordnet werden. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich sehe etliche Patienten, die auch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie dann mit 30 bis 50 Stunden Neurofeedback behandelt wurden. Und das war jetzt nicht so wirklich beeindruckend. Bei Kindern sind ist die Datenlage etwas besser, aber ich würde ganz klar sagen, als allererstes medikamentöse Einstellung und nicht erst Neurofeedback. Was ich oft sehe in Deutschland, das muss ich leider sagen, ja, die Kollegen verdienen viel mehr Neurofeedback als an der medikamentösen Einstellung, weil das geht ja ziemlich einfach und da braucht man nicht so viel Aufwand und vor allen Dingen muss man es selber machen und das Neurofeedback machen die angestellten Psychologen. Dass ich oft viel Zeit verstreichen sehe, wo ein großer Aufwand für das Neurofeedback betrieben werden und dann hinterher sagen mir die Eltern, hätten wir was, da haben wir jetzt eigentlich ein Jahr mit dem Neurofeedback darum gemacht, ja, wir mussten da jede Woche einmal hin, aber eigentlich hat es nichts gebracht und die medikamentöse Behandlung war besser. Also man kann es dazu machen, aber es ist auf keinen Fall eine Alternative. Also das ist einfach auch klar in unseren Leitlinien so zur medikamentösen Behandlung. Dankeschön. Sie haben ja vorhin auch erwähnt, eben, dass die Menschen so ein bisschen ihren Platz finden müssen. Hier ist auch eine passende Frage dazu eingegangen. Empfehlen Sie ADHS-Patienten im Zweifel lebenslang bei hohem Leidensdruck mit Medikation zu leben, um so die eigene Leistung und Berufung kennenzulernen? Oder sollten diese gegebenenfalls Berufe und Lebenswege wählen, die ohne Medikation auskommen? Und gibt es Langzeitstudien zu den Nebenwirkungen? Also, wir empfehlen, und deswegen so wichtig, dass man es früh erkennt, den richtigen Beruf zu wählen. Also, der muss einmal alles, was spannend ist, geht ja für ADSler, ja? Also, das heißt, aber da muss man ja auch erstmal schon mal eine Begabung oder irgendwas als Interesse haben. Abwechslung. Natürlich ist das Ziel, dass man ohne Medikation auskommt. Das denke ich schon auch, ja? Und wenn die zum Beispiel Eventmanager werden oder Reiseführer oder Sport, Fitnesstrainer oder sowas, dann kommen die sicherlich damit viel besser klar. Aber nicht jeder hat halt solche Begabungen. Das darf man ja jetzt auch nicht vergessen. Ja? Also, was machen Sie, wenn Sie eben nicht solche eindeutigen Begabungen haben? Es ist sehr unterschiedlich. Also, mir ist immer, je früher jemand behandelt wird, ist meine Erfahrung, desto besser läuft das, desto besser ist das Outcome und desto eher können wir das auch im Erwachsenenalter absetzen. Ich habe dann also ich würde mal sagen, 30 bis 40% setzen wir auf jeden Fall wieder ab. Dann habe ich nochmal so 20, 30% der Patienten, die nehmen das partiell und das ist ja einfach auch so. Das kriegen sie so wie eine Lesebrille, die sagen, für bestimmte Tätigkeiten brauche ich das. Zum Beispiel Dokumentation machen, Reisekostenabrechnung oder irgendwas, was stinklangweilig ist. Das ist ja auch in Ordnung.
Ja? Und wir haben aber einen Teil von Patienten, ich würde mal sagen 10-20%. Ein Teil kann keiner aushalten, weil die sofort ausflippen oder weil sie sich überhaupt nicht konzentrieren können und die wollen das auch nicht, dass man es absetzt. Und ein anderer Teil, gerade in den Vor also in der zweiten Lebenshälfte, die sagen, wenn ich es absetze, ist mein Leben so anstrengend und dann bin ich abends so fix und fertig und ich lebe einfach so viel besser mit der Medikation. Und dann finde ich das auch völlig in Ordnung, das zu geben. Ja? Aber um die Frage zu beantworten, ich würde immer versuchen, einen jungen Menschen so zu beraten, dass er etwas findet, was ihn wirklich fesselt und wo er wirklich so drin aufgeht, weil das einfach ein deutlich besseres Outcome hat, dass er ohne Medikation zurechtkommt. Ja, er braucht natürlich eine entsprechende Umgebung. Man müsste immer sagen, regelmäßig Sport machen, möglichst nicht an der Hauptstraße wohnen, möglichst weniger Reize. Auf dem Land geht es besser. Das muss man auch so sagen. Man muss auch gucken, was sind gute Lebensbedingungen für ADSler. Ja? Natürlich mit dem Ziel, dass er auch lernt, sich selber besser zu organisieren. Das ist ja dieser Coaching-Bereich. Ja, aber man darf jetzt auch nicht sagen, man muss jeden Patienten absetzen. Und zu dem Thema Langzeitstudien, wir haben ja diese beiden Medikamente seit über 60 Jahren, wo wir keine negativen Langzeitfolgen haben. Wir haben aber etliche Studien, die zeigen, dass unbehandeltes ADS, passiert ja nicht, wenn man nichts behandelt, einfach deutlich schlechter läuft wegen diesen hohen Stressfaktoren, wegen der Sucht und wegen den sonstigen auch körperlichen Erkrankungen, die dann zunehmend ansteigen. Also das heißt, man könnte sogar sagen, ein deutliches ADS zu behandeln, ist eine Prophylaxe von weiteren seelischen Erkrankungen und auch von körperlichen Erkrankungen, weil die einfach entspannter sind, weil sie nicht sich ständig aufregen müssen, weil sie nicht ständig irgendwas verpeilen und weil sie mehr Erfolg haben. Und Erfolg nochmal macht glücklich und ein besseres Selbstwertgefühl. Ich bin aber auch, in Deutschland ist es so, das finde ich auch richtig, dass man jedes Jahr einen Absetzversuch machen sollte. Also man gibt es nicht einfach kritiklos weiter, sondern man probiert einfach, wie ist es? Ist jetzt das Funktionsniveau besser? Kann man das jetzt absetzen? Also das versuchen wir schon. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, wir müssen die jetzt alle lebenslang darauf einstellen. Aber ein paar Patienten profitieren ein ganzes Leben davon und dann finde ich, sollte man das auch so machen. Ja? Aber das muss man eben von Fall zu Fall entscheiden. Dankeschön. Ich hätte noch zwei Fragen zum Abschluss. Es scheint relativ viele Lehrpersonen auch in der Veranstaltung zu haben. Es kamen also verschiedene Fragen zum Thema Schule, Verhalten in der Schule. So eine Frage, wo ich da rausnehmen möchte, ist, gibt es irgendwelche größeren Pilotprojekte zum Thema ADHS in der Schule, wie Lehrpersonen vielleicht mit dem auch umgehen können? Haben Sie da irgendwas, wo Sie so allgemein zu sagen können? Also, wir haben selber mal eine Broschüre für Lehrer gemacht für die Firma Novartis. Vielleicht gibt es die noch. Da müssten wir mal bei Novartis nachfragen. Das ist schon ein paar Jahre her. Auf was es, ich finde, es gehört in die Ausbildung der Lehrer. Es gehört in die Ausbildung der Lehrer und zwar genauso wie in die Ausbildung der Ärzte, weil als häufigste Störung, die Lehrer sind da ganz wichtig, die können nämlich als allererstes sehen, wo das Kind muss stillsitzen, das Kind muss Anforderungen erfüllen, das muss aufmerksam sein. Und das sind die Ersten, die das eigentlich merken. Ja? Als Eltern wächst man ja so rein, das kann man ja gar nicht als Eltern so fassen. Aber die Lehrer haben ja auch einen Vergleich. Ja? Und dieses Herausfinden mit dem, das Kind hat eine schlechte Konzentration, das Kind ist desorganisiert, das Kind ist ständig abgelenkt und reizoffen. Ja? Das wäre unglaublich wichtig, dass Lehrer das erkennen können. Und das gehört in der Lehrerausbildung, finde ich, die Auffälligkeiten, die Lernstörungen im Kindesalter. Und dass sie dann eben auch entsprechend die Eltern beraten können und den Eltern auch aufzeigen können, was sie tun können. Ja? Und ich glaube, da könnte man viele Kinder, müsste man diese Negativerfahrung gar nicht machen lassen. Und das Gleiche gilt übrigens für unsere Studenten. Es ist mir, also ich glaube, wenn wir unsere Studienabbrecher mal screenen würden, würden wir eine ganz hohe Rate von ADS-Lern rausfinden. Das sind nämlich die, die noch im Elternhaus ganz gut strukturiert sind und geführt sind und dann müssen die auf der Uni auf einmal sich selber organisieren. Und dann schaffen die das nicht mehr. Ja? Die machen oft noch ein gutes Abi und dann geht es nicht mehr weiter auf der Uni, weil sie nicht mal es schaffen, den Kühlschrank vollzukriegen und die Wäsche zu waschen oder sich anzumelden oder ihre Studienbeiträge zu zahlen. Und da finde ich, ist unsere Gesellschaft eigentlich gefordert, auch beim Thema Langzeitarbeitslosigkeit. Also wir bräuchten da viel mehr Screening-Instrumente, um den Menschen dann auch wirklich gezielt helfen zu können. Die wissen ja gar nicht, warum das so ist.
Ja, eine Studienabbrecher, wissen Sie, wenn sie zwei Studien abgebrochen haben, dann sind sie für sich selber für den Rest ihres Lebens der Loser. Ja, und das ist doch dramatisch, wenn man die eigentlich, wenn die eigentlich ein gutes Unistudium machen könnten, nur weil ihnen Dopamin fehlt. Ja, und nur weil sie halt keine guten Selbstorganisationsstrategien gelernt haben. Also ich glaube, wir könnten ganz viel präventiv machen, wenn wir das eben rechtzeitig erkennen und richtig behandeln würden. Und dann muss man es eben auch nicht ein Leben lang machen. Ich sage, also die meisten meiner Patienten rate ich bis zum Ende der Ausbildung, ja, weil das die höchste Anforderung im Leben ist, ja, Studium und Ausbildung. Und wenn die dann einen guten Platz in der Firma gefunden haben, geht das oft auch gut ohne. Aber diese Hürde, gerade dann auch Studium, wo dann ja doch noch mal deutlich die Anforderungen größer werden, da ist es wirklich total wichtig. Dankeschön. Und als Abschlussfrage, vielleicht ist die ein bisschen schwierig für Sie so pauschal zu beantworten, aber sie wurde einige Male gestellt. Wie soll man denn jetzt vorgehen, wenn man das Gefühl hat, das eigene Kind könnte betroffen sein? Ganz konkret, was wäre der nächste Schritt nach dem Vortrag heute? Der nächste Schritt ist einfach mal ein bisschen dazu zu lesen. Ja? Also wie gesagt, ich habe mein Buch zugeschrieben. Die Frau Siemchen, die hält ja auch nochmal bei Ihrem Vortrag. Die Frau Siemchen hat auch etliche Bücher zum Thema unaufmerksames ADS geschrieben. Und ich habe selber viel auf meiner Homepage dazu, da dürfen Sie auch alle lesen. Ja, erstmal informieren. Und wenn Sie so das Gefühl haben, boah, das kann echt sein, ja, bitte abklären lassen. Ja? Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig abklären lassen. Das schadet keinem Kind. Ja? Aber das muss dann, also in Deutschland müssen das die Kinder- und Jugendpsychiater machen, weil die Psychologen bei uns nicht die Ausbildung dafür haben. Ich weiß es nicht, wie es in der Schweiz ist, ja? Wie da die Struktur ist. Es muss einfach jemand machen, der Fachkompetenz dafür hat. Wir haben in Deutschland das so, dass viele Psychologen auch noch die Existenz eines ADS anzweifeln. Das haben wir in der Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht, weil es einfach da die häufigste Erkrankung ist. Aber viele Kinderpsychologen in Deutschland haben tatsächlich auch noch nichts von ADS gehört und sind der Meinung, das sind Kinder, die brauchen Aufmerksamkeit und deswegen, oder die haben zu wenig Aufmerksamkeit und deswegen haben die diese Symptomatik. Ja? Also da können Sie vielleicht noch was dann dazu sagen, wie das, was man in der Schweiz dazu machen kann. Ich empfehle Ihnen auch die Homepage von ADHS Deutschland, von dem Bundesverband. Wir haben da einfach auch ganz viel dazu gemacht. Wer will, kann auch da bei uns Mitglied werden. Wir haben auch von den Krankenkassen eine gute Förderung für so Programme gekriegt, wie man mit ADHS-Kindern umgeht. Ja, das ist auch nicht teuer, da Mitglied zu werden. Also wir haben ja sehr lange schon, wir sind ja schon ein relativ älterer Verband und haben da viel zu auch publiziert. Da kann sich jeder mal die Homepage von ads-deutschland.de angucken. Super, danke vielmals. Wir würden jetzt an der Stelle die Fragerunde gerade so schließen. Sie haben jetzt das auch schon angesprochen. Es hat natürlich viele Fragen, wo auch sehr individuell sind, wo eingegangen sind. Es kamen viele Fragen, an wen kann man sich wenden? Wo soll man genau hin? Und es hat auch viele Fragen, wo wirklich Einzelpersonen betreffen, wo man jetzt in der Runde nicht stellen konnten. Also das mal grundsätzlich für alle Teilnehmenden. Wer noch offene Fragen hat, bitte ungeniert an die eingeblendete E-Mail-Adresse schicken. Wir werden die dort weiterverarbeiten. Auf der nächsten Folie sehen Sie nochmal auch die Homepage von der Frau Dr. Neu. Sie sehen die Adresse von der Organisation, die Frau Dr. Neu gerade eben erwähnt hat, für Ihre weitere Information. Und auf den folgenden beiden Folien sehen Sie zwei Organisationen, wo sich in der Schweiz sehr stark mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist einerseits der Dachverband Schweiz ELPOS und zum anderen die Schweizerische Fachgesellschaft ADHS. Das sind sicherlich zwei gute oder drei gute Kontaktadressen, um eben diese Informationen jetzt mal zu sammeln, wo Frau Dr. Neu gerade eben auch erwähnt hat. Und wie gesagt, ungeniert die Mails noch schicken an die E-Mail-Adresse. Wir werden die im Nachgang sehr gerne bearbeiten. Frau Dr. Neu möchte noch was sagen. Moment, ich schalte Sie noch mal schnell zu, Frau Dr. Neu. Ich finde es schade, ich wäre auch gerne nach Chur gekommen, ja, weil ich finde es dann immer auch noch besser persönlich.
Aber ich wollte mich einfach nochmal bei Ihnen bedanken. Ja. Interessant ist, es hätte eh nicht geklappt. Ich hätte eine Woche in Quarantäne gemusst und es ist gut, dass es jetzt so gelaufen ist. Ich hoffe, es war auch mit dieser Online-Veranstaltung trotzdem ja, was dieses Thema den Zuhörern näher gebracht hat. Ja, und ich wünsche Ihnen weiter ganz viel Engagement für dieses Thema. Und finde es schön, dass Sie sich da so dass Sie da so engagiert sind. Ja. Ja, ich darf noch das Schlusswort machen. Ich möchte mich jetzt schon mal zuerst bedanken für das ganz spannende Referat. Ich mache jetzt noch die Überleitung unserem Vorgehen, was weitergeht. Wir haben mit Betroffenen anfangs mal eine Vision aufgestellt und diese möchte ich gerne vorlesen. ADHS-Betroffene werden frühzeitig erkannt und es werden ihnen Begleit- und Behandlungsmaßnahmen zur Verfügung gestellt, die sie bei der Bewältigung des alltäglichen Lebens unterstützen. Wenn Menschen mit ADHS gesellschaftlich wahrgenommen und durch Fachpersonen rechtzeitig diagnostiziert und behandelt werden, können sie, die Angehörigen und das Umfeld lernen, damit umzugehen. Viel Leid und mögliche schwerwiegende Folgeprobleme könnten vermieden werden. Unsere Fachgruppe hat dann Wünsche und Anliegen aufgestellt. Und zwar, es braucht in Zukunft alle. Es braucht achtsame Lehrpersonen, Fachstellen, Ärzte, Psychiater, Dienststellen, Ämter, Behörden, Leute aus Wirtschaft und Politik. Es braucht Maßnahmen. Wir haben die Vision mit verschiedenen und Umsetzungsmaßnahmen in einem Dokument festgehalten und es an mehrere Dienststellen verschickt, mit der Hoffnung, dass auch diese reagieren. Dieses Dokument kann man gerne auch auf der gleichen Mailadresse anfordern. Wir hoffen, dass wir durch das Referat und die geplante nächste Tagung, dass wir damit eine Kampagne anstoßen, die zur Sensibilisierung und zu einer Vernetzung beiträgt. Wenn es uns gemeinsam gelingt, hilfreiche Maßnahmen und Strukturen aufzubauen, können Betroffene ihr vorhandenes Potenzial in Fluss bringen und uns alle bereichern, so wie Sie das auch gesagt haben, Frau Neu. Dann können Probleme eliminiert werden, den Betroffenen geht es gut und die Gesellschaft profitiert durch den volkswirtschaftlichen Nutzen. Nochmal ganz herzlichen Dank. Ich denke, ganz viele Fragen konnten beantwortet werden. Sie haben sich bereit erklärt, andere Fragen nachträglich zu beantworten oder wir dürfen sie weitergeben an die ADS-Organisationen. Vielen Dank, Maria Simmen, für die Vorbereitung und auch die Fragenstellungen. Den Mitgliedern der Fachgruppe, die sehr viel Arbeit im Hintergrund gemacht haben, und auch allen weiteren Beteiligten im Hintergrund. Mein Dank geht auch an die Fachhochschule Graubünden für die Unterstützung der verschiedenen Helfer, die zur Verfügungstellung der Infrastruktur und für die technische Umsetzung. Herzlichen Dank dem Gesundheitsamt Graubünden für die Kostenübernahme und den ADS-Organisationen ELPOS und Schweizerische Fachgesellschaft ADHS. Ganz am Schluss noch zwei kleine Infos oder große Infos. Das Referat wurde aufgezeichnet. Dieser Link wird allen Angemeldeten zugeschickt und es bleibt eine Zeit lang auf der Homepage, soviel ich weiß. Dann ist geplant eine Tagung zu diesem Thema am 22.01.2022 in der Hamilton in Bonaduz, wenn die Pandemie mitspielt natürlich. Auch dort haben Sie zugesagt, Frau Neu. Ebenfalls wird dort Frau Dr. Siemchen teilnehmen und den Rest sind wir noch am Überlegen. Ich würde mich freuen, viele vor Ort begrüßen zu dürfen. Ich danke allen, die mithelfen, mitzudenken, sich zu vernetzen. Und vielen Dank für die Teilnahme und ein schönes Wochenende.